Hey, seid ihr auch schon da? Was geht ab? Moin! Das Auto springt an, geil! Das Auto springt an, Leute, ab in die Waschanlage und zum Wertstoffhof. Jetzt aber zackig. Jetzt aber zackig, Leute, jetzt müssen wir uns aber auch beeilen. Der Tag hat noch viele Aufgaben parat. Erstmal Waschanlage. Erstmal Waschanlage. Da ist mir fast jemand reingefangen gerade. Kann passieren. Shit happens. Ach Leute, es ist 10.51 Uhr, glaube ich, gerade. Wir haben 6,5 Grad. Ich stehe an der roten Ampel. Das heißt, es ist Zeit, in den Chat zu gucken. Hallo, schmutzig. Schön, dich zu sehen, Dude. Hallo. Wie geht's euch? Wer ist da? Ihr seid ja richtig früh hier schon am Stream gucken. Ihr seid ja schon richtige Zuschauer. So richtige Zuschauerinnen und Zuschauer. Lohnt sich Waschanlage, wenn man danach die Karre zum Wertstoffhof bringt? Ja. Dann macht das einen besseren Eindruck tatsächlich. Das lohnt sich immer. Waschanlage lohnt sich immer. Weil die Leute, die dort arbeiten, die verdienen dann ein bisschen. Die werden nicht rich. Rich werden die nicht. Aber die kriegen so ein bisschen Geld. Also wisst ihr noch, was es kostet, diesen Sprinter durch die Waschanlage zu peitschen? Das ist nicht so günstig. Das machst du, das überlegst du dir dreimal, ob du das machen willst. Aber wenn man quasi zur Weihnachtszeit heimwärts fährt mit so einer Karre, dann wird die natürlich auf der Autobahn wieder dreckig. Aber sie ist trotzdem sauberer als der Jetzt-Zustand. Das weiß ich schon aus Erfahrung. Das Auto wird sauberer sein, nachdem ich in Quakenbrück bin, nachdem ich Autobahn gefahren bin, wenn ich in der Waschanlage gewesen bin, als vorher. Das ist Fakt. Und dementsprechend muss es natürlich so sein, damit ich in Quakenbrück schön ein bisschen flexen kann mit dem Sprinter, ist ja klar. Bin neu in Hamburg. Welche Waschanlage für einen Sprinter kannst du empfehlen? Clean and Green, glaube ich. Oder Green and Clean? Green and Clean heißen die, glaube ich. Sind in der Schanze. In der Nähe von den Messehallen. Da ist gut. Kannst du das nochmal wiederholen? Clean and Green. Meinst du das? Bei uns 19 Euro Premium. Programm zu sich 3 Euro Wagengröße. Nee, hier ist, glaube ich, ich zahle 38, 35 Euro oder so. Echt ein Haufen Kohle. Aber dann ist halt schön sauber. So. Und dann muss ich noch zum Wertstoffhof, weil ich den ganzen Sprinter voll mit Müll habe. Der ist hinten einfach komplett vollgeschissen mit irgendeinem Rotz. Kommt natürlich alles aus dem Streamingraum. Hier Verpackung vom alten Fernseher, der kaputt ist. Und ein paar Müllsäcke und so. Ich habe da viel gehortet, muss ich ehrlich sagen. Und das muss alles noch weggebracht werden. Und ich dachte mir, Leute, wenn Sid Icarus schon schreibt, was für eine komische Zeit mal wieder, dann habe ich doch gedacht, da freut ihr euch, wenn ich euch mitnehme auf so eine echte Spritztour. Auf so eine Tour im echten Leben, wisst ihr? Das habe ich mir gedacht. Wahrscheinlich findet ihr es auch geil. Und Sid ist eh happy, dass da mal ein bisschen Bewegung ist. Ne? Davon bin ich eh überzeugt. Was anderes will ich auch gar nicht glauben. Aber that's it. That's it. Wir haben jetzt, es sind schon 0,5 Grad, ist schon höher geworden, die Temperatur. Merkt ihr mal, wie schnell das hier geht. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich richtig auf ein paar freie Tage. Die letzten Wochen bzw. Monate waren dann doch eher anstrengend. Ich traue mich das nicht so zu sagen, weil ich weiß, man übt einen Internetberuf aus. Aber trotzdem waren die letzten Wochen ein bisschen belastend. So, nicht schlimm. Nicht, dass der jetzt irgendwie denkt, oh. Sondern, aber die waren einfach anstrengend. Ich freue mich auf ein paar freie Tage. Das wird, glaube ich, ganz, ganz gut werden. Und dementsprechend ballere ich mir diese Tage vorher aber noch ein bisschen was rein. So, und Auto muss sauber, wie gesagt. Deswegen seid ihr dabei. Nachvollziehbar, ne? Klar, ist nachvollziehbar. Jetzt gibt es eine rote Ampel. Das heißt, ich kann jetzt kurz gucken, was ihr so schreibt. Und zwar jetzt. Hast du die auch verdient? Ja. Waschbox für Sprinter geht nicht, 10 Euro gut. Ne, ich muss auch auf dem Dach. Ich muss auf dem Dach, das ist wichtig. Aufs Dach, da muss sauber. Da
da leben die grünen Wesen. Die leben auf dem Dach und die müssen runter. Ja? Die müssen runter. Aber ich weiß nicht, wie ich hier fahren soll, sage ich euch ehrlich. Wie soll der Mann hier fahren? Nee, ich fahre hier lang. Ich fahre hier lang. Kurz umentschieden, ich fahre einen anderen Weg. Ich weiß es doch auch nicht. Ich fahre mich auch oft. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich glaube, ihr werdet alle lachen. Aber also ich wohne ja schon, weiß nicht, 12 Jahre in Hamburg? 11 Jahre? Ey, ich wohne schon echt lange in Hamburg, merke ich gerade. Aber trotzdem habe ich gar keinen Plan. Ich habe keinen Plan von der Verkehrsführung. 0,0,0 Plan. Nix. Was aber auch daran liegt, dass ich sehr dumm bin. Zumindest was die Orientierung anbelangt. Ich kann mich nur ganz grob, ich komme nur ganz grob von A nach B. Aber ist auch egal. Ey, das ist auch kein Skill, den man, also wenn du nicht gerade Taxifahrer bist, dann ist es auch egal. Wofür habe ich denn so ein Navigationsgerät? Wofür gibt es denn das, Leute? Wo sind die VR-Brillen? Wo ist das alles? Bauhaus, immer der gleiche Kram. Wo ist das alles? Ich weiß es auch nicht. Chat, ich weiß es auch nicht. So rote Ampel, Chatzeit. Ich fahre auch immer mit Navi. Ich bin in Berlin geboren und würde mich mit Auto null zurechtfinden. Du fährst auch von einer roten Ampel zur nächsten, wa? Tatsächlich. Tatsächlich. Lachen, wie geht das? Kenn mich in Weiß City besser aus als in Berlin. Ey, da hast du was mit Valentin gemeinsam. Unser Walle, der kennt sich, glaube ich, zumindest in Los Santos. Ich würde behaupten, er kennt sich in Los Santos besser aus als in seinem Heimatort. Das glaube ich wirklich. Zumindest besser als in Hamburg. Das hat er ja schon dieses Jahr bewiesen. Ey, was dieses Jahr alles abging, ne? Müsst ihr mal für euch überlegen, was habt ihr dieses Jahr alles gemacht? Das ist bestimmt nicht wenig. Irgendwie war dieses Jahr sehr voll. Aber schön. Schön dabei. Für mich zumindest. Heute ist es in Hamburg einigermaßen nebelig. Finde ich ganz geil. Der Nebel ist real. Gleich schwer die nächste rote Ampel. Ihr habt vollkommen recht, Leute. Heute von einer roten Ampel zur nächsten. Und ich glaube, ich habe mich auch tatsächlich schon verfahren. Sehr dumm. Sehr, sehr dumm. Aber egal. Hab den dritten Job wechseln in einem Jahr. Bin also ganz happy, dass es vorbei ist. Ja, okay. Ist Hamburg nicht eh Katastrophe fürs Autofahren, weil überall Einbahnstraßen? Nee, das stimmt nicht. Hamburg ist voll geil zum Autofahren. Zumindest, wenn du so ein großes Auto hast. Aus 3 verschiedenen Ländern umgezogen. Hä? Du warst in 3 Ländern dieses Jahr? Länder? Die fahren aber weit raus hier. Die fahren aber weit raus. Oder meinst du Bundesländer? Oder meinst du echte Länder? So wie zum Beispiel, weiß nicht, welches Land gibt es zum Beispiel? Finnland. Sowas, solche Länder meinst du? Oder wie darf ich das verstehen? Sag mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich fahre, ne? Wirklich. Aber ist egal. Hamburg ist immer nice. Ist immer eine Reise wert. Jetzt habe ich hier einen Fahrradfahrer vor mir auf der Straße, der eigentlich auf dem Fahrradweg fahren sollte. Ich weiß nicht genau, warum er das tut. Ist ein älterer Herr. Ich glaube, er hat mit seinem Leben so halb abgeschlossen. Aber ich habe ihn nicht getötet. F für mich. Und F an ihn. Muss ja auch nicht sein. Ist ein guter Mittwoch. Da muss das auch nicht passieren. Jetzt habe ich wieder keine rote Ampel. Jetzt kann ich nicht mit euch plaudern. Aber die nächste wird schon safe kommen. Da mache ich mir keine Gedanken in Hamburg. Aber ich finde das Autofahren in Hamburg nicht so schlimm. Außer, dass die Menschen hier auf der Straße sind. Zum Beispiel jetzt wieder eine Dame. Hier ist ein Zebrastreifen. Ich halte natürlich brav an am Zebrastreifen, keine Frage. Aber ich erwarte doch von Leuten, die über einen Zebrastreifen gehen, dass die zumindest sich einmal umgucken. Das ist ja wohl das Mindeste, was man verlangen kann. Zumindest einmal gucken,
Also auch zum Wohl der eigenen Sicherheit von der Person, die über die Straße geht, hält das Auto an, ja oder nein? Das kann ich euch nur empfehlen. Mein Tipp an euch, wenn ihr die Straße überquert, guckt ruhig einmal nach. Schaden kann es nicht. So schlimm ist das Leben nicht, um nicht einmal gucken zu können, was abgeht. Naja. Aber sie hat es überlebt. So, kurze Pause. Was geht ab? Moin, hallo, danke. Weghupen den Radfahrer. No risk, no fun. Wie nett von ihr leben zu lassen. Amy abonniert 7 Monate oder was? 7 Monate ist das jetzt schon her. 7 Monate ist das schon her mit dem ersten Mal hier. Ja, ist die Wahrheit. Ich habe wirklich viel Verkehr hier. Viel Verkehr gerade in Hamburg. Ey, meine, im Prinzip, so super eilig habe ich es nicht. Aber das sind so ein Pflicht-To-Dos gerade. Und ich habe auch noch von Rocket Beans einen Haufen Arbeit auf dem Tisch, was ich machen muss. Ich kann mir das in diesem Fall ein bisschen einteilen, weil ich für diese Woche im Prinzip nur Schnittaufgaben habe. Aber es ist trotzdem ein Haufen Zeug, was da gemacht werden muss. Und ich wollte halt vormittags heute mich ums Auto kümmern und dann den Rest des Tages bis in die Nacht quasi Rocket Beans Shit machen. Aber, hallo, ich bitte Sie. Aber je eher ich zurück bin, desto mehr Zeit habe ich dafür. Versteht ihr, was ich meine? Soll ein kurzer Stream sein. Aber keine Sorge, das Verkehrsaufgebot hier macht aus diesem vermeintlich kurzen Stream ein doch längeres Vergnügen, Chat. Also holt euch schon mal einen Tee und Kekse. Es wird ein kleines bisschen dauern. Ich merk's. Ich merk's jetzt schon. Wen es interessiert? Ich habe keine Ahnung, in welchem Stadtteil wir uns gerade befinden. Wobei, da ist ein Schild. Okay, Stadtteil Uhlenhorst. Wem das was sagt? Herzlichen Glückwunsch. Stadtteil Uhlenhorst. Ich fahre hier durch. Ich muss in die Schanze zur Waschanlage. Warum muss ich ganz durch Hamburg fahren, um dahin zu fahren zur Waschanlage? Ja, weil die halt den Sprinter sauber machen. Mit so einem großen Auto kannst du nicht einfach so. Da kannst du nicht einfach aus dem Haus gehen und sagen, ich wasche mein Auto. Oder du fährst zur Tankstelle und sagst, bitte waschen Sie mein Gerät. Was habe ich dafür zu investieren? Das klappt nicht. Du brauchst halt einen Fachbetrieb, der Plan hat von der empfindlichen Struktur eines Sprinters. Und die gibt es nur in der Schanze. So. Und deswegen fahre ich da jetzt hin. Hier sind wir jetzt gerade gut durchgekommen. Gut durchgekommen. Ich kann auch mal die Bäckereien ranken, wenn ihr wollt. Ich kann die Hamburger Bäckereien ranken. Seid ihr dafür zu haben? Bitte waschen Sie mein Gerät. Bei uns holt sie die Polizei, wenn man zur Tankstelle geht und sagt, bitte waschen Sie mein Gerät. Lässt du waschen oder wäschst du selbst? Nee, ich lasse waschen. Ich lasse waschen, weil sich herausgestellt hat, Amy, dass beim Sprinter hier das viel, 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 viel besser und einfacher ist, wenn Leute das machen, die davon Plan haben und die einfach auf einer Leiter stehen und aufs Dach kommen und all so ein Kram, als wenn ich es selbst mache. Und wenn ich das selbst so gründlich machen würde wie die, dann bin ich sogar noch ein bisschen teurer unterwegs. Also ich lasse hier waschen. Außerdem denke ich mir so, naja, boah, die wollen auch irgendwie leben. Es ist ein Geben und Nehmen. Diese Marktwirtschaft hier in diesem Land ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich möchte den Leuten gerne was geben, weil ich habe immer, also wirklich mit den Leuten, die in der Waschanlage dort arbeiten, da habe ich immer so ein bisschen, na, Mitleid ist das falsche Wort, weil ich freue mich ja, dass, also vielleicht haben die auch Spaß daran, kann ja sein, also nicht richtig Mitleid, aber ich denke schon immer, alter Schwede, was ist das für ein harter Job? Das denke ich jedes Mal, weil die stehen den ganzen Tag in einer Regenjacke mit Gummistiefeln in ihrer Nasszelle, stehen die den ganzen Tag bei Wind und Wetter, beziehungsweise im Sommer und im Winter und spritzen die Autos ab. Und erstmal denke ich mir, okay, die haben sehr gute Griffkraft. Ich glaube, die könnten alle bei Ninja Warrior gut mitmachen. Nicht, dass sie so beweglich wären, aber von der Griffkraft, weil die ganze Zeit diese Spritze halten müssen, da haben die einiges vor. Haben die richtig trainiert. Aber trotzdem, schwierig. Eine Hand wäscht die andere, kann man so sagen. Crazy Mod, nee, Crazy Mo, vielen Dank. Innen und außen, ich brauche Zahlen. Statistiken einschätzen. Nee, Innenreinigung ist richtig kostspielig. Innenreinigung mache ich nicht.
Das habe ich einmal gemacht, das war auch richtig geil, so eine Aufbereitung. Ich glaube, es kostet zum Ersten, also das habe ich in Quakenbrück gemacht damals. Das hat, glaube ich, 140 Euro gekostet oder so. Danach hast du aber ein neues Auto. Also muss man sich die Frage stellen, lohnt sich dementsprechend schon, wenn du Bock hast, mal wieder alles frisch zu haben? Das könnte ich vielleicht im nächsten Jahr mal angehen. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, Amy. Aber Außenreinigung kostet, ich meine, 38 Euro. Und vor mir hat ein... Was will dieser Mensch? Okay, ich war gerade ein bisschen angespannt. Vor mir ist ein kleiner Smart gefahren. Und natürlich sind Smarts in der Großstadt geil. Aber der ist so bekackt gefahren, dass ich das gar nicht einschätzen konnte, was der jetzt wollte. So. Okay, ich habe wieder einen Plan, wo wir sind. Ich habe mich kurzzeitig verfahren, aber Leute, wiederholt, all good. Ausrufezeichen peinlich Krogmann. All good. Ich habe wieder einen klaren Weg vor Augen. Für alle, die es jetzt interessiert, ich bin direkt an der spanischen Treppe. Spanische Treppe. Dort bin ich gerade. Das ist aber günstig, weil in Berlin kommst du im Aufbereiter locker über 300 Euro. Das ist Berlin, Amy. Berlin, da haben die Leute andere Preise. Da denken die Leute auch, das ist normal, dass alles kostet. Moin, hast du in Quakenbrück gewohnt? Ich bin da geboren und natürlich habe ich da gewohnt. Da bin ich zur Schule gegangen. Adland Gymnasium, Abi 2006. Die Elite braucht kein Motto. Richtig cringe. Ja, da komme ich her. Und die Wurzeln sind natürlich da, weil Mama, Papa, die Geschwister leben dort alle. Thomas hat die Bäckerei von meinem Bruder übernommen. Thomas ist mein Bruder. Thomas, mein Bruder, hat die Bäckerei von meinem Vater übernommen. Und das ist natürlich geil. So, Logen. Das ist Berlin, wa? Ja. Ja, die Zuschauerzahlen, die steigen förmlich. Die steigen in die Höhe, weil das ist real. Die Leute wollen auf der Straße sein. Die Leute wollen das erleben. Komm, ich drehe die Kamera um. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen was sehen hier von der Welt. Komm, grüne Ampel jetzt. Guck, das ist Hamburg. Das ist Hamburg, Leute. Seht ihr das? Das ist das echte Leben auf der Straße. So sieht das aus. Und er kennt vor allen Dingen die Berliner. Ich möchte die Berliner fragen. Was ist der größte Unterschied zu Berlin? Sagt's mir. Was ist hier der Unterschied zu Berlin? Sagt's mir. Ich kann's euch ganz direkt sagen. Wir hupen mehr. Ja, das ist ein Unterschied. Das meine ich gerade nicht. Hamburg ist weniger cool. Okay, akzeptiert. Ich sag euch was. Hier riecht's nicht nach Pisse. Hier riecht's nicht überall nach Urin, Leute. Das ist alles. Hier ist nicht überall Dreck. Hier ist nicht an jeder Ecke Dreck. Hier sind nicht an jeder zweiten Ecke nackte Leute, die sich anfassen. So, das ist Hamburg. Aber natürlich, ist weniger cool. Aber dafür riecht sie nach Fisch. Ja, das ist Hamburg, Leute. Haben heute einen sehr nebligen Tag in Hamburg. Sehr, sehr neblig. Naja, also mir hat Berlin auf jeden Fall auch immer gefallen, aber das ist trotzdem gelogen, weil eigentlich fühle ich mich da immer unwohl. Also ich bin immer froh, wenn ich aus Berlin rauskomme. Da muss ich leider ehrlich bleiben, Leute. Da muss ich leider immer ehrlich sein. Berlin ist glaube ich, eine super coole Stadt, wenn man das gewohnt ist und wenn man da seinen Hut hat. Aber wenn du als Mensch nach Berlin kommst, der nicht dort heimisch ist und vielleicht eher eine Kleinstadt gewohnt ist, ich bin wirklich im Herzen Kleinstadtmensch, ich bin Dorfjunge, ich sag's ehrlich, ich bin Dorfkind, dann erschlägt denn das sehr. Und Hamburg ist da wesentlich entspannter. Aber ist halt, trotzdem verstehe ich, dass das auch Leute geil finden. Ist doch klar. Hamburg ist eine schöne Stadt. Ich kann euch gleich mal ganz kurz, wir fahren ja hier an der Alster lang. Ich kann euch mal ganz kurz euch hier, wir können einen kleinen Stopp an der Alster machen. Easy. Ja, wenn jetzt, also... Bin okay in der Zeit. Claire ist da! Crackermobil ist mein Lieblings-NPC. Okay, es ist grün, ich kann nicht mehr lesen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Chat. Und
für alle Leute, die irgendwie Panik kriegen, wenn da ein Mann Auto fährt. Ich fahre Auto und gucke auf die Straße oder ich habe eine rote Ampel und dann kann ich in den Chat gucken. Ich möchte nur das nochmal klar machen, weil ich auch nicht möchte, dass Leute das irgendwie nachahmen und dann verunglücken oder irgend so ein Scheiß. Also, Autofahren und Stream ist nicht die beste Idee, ich sag's euch ganz ehrlich. So, jetzt kann ich wieder gucken. So muss ich wenigstens nicht raus heute. Ich war noch nie in Hamburg, will die Stadt aber gerne mal sehen. Oder besuchen, Mandy Pie. Jedes Land möchte bestimmt mit seiner Hauptstadt richtig beeindrucken, oder? Ja, außer Deutschland. Wäre es nicht besorgniserregend, wenn eine Frau fahren würde? Ich bin eine Frau. Nein. Was? Ich mag den Rant gegen Berlin. Ja, was soll ich machen? Ey, das ist halt real. Ich kann mir... Ich weiß nicht, ey. Werd damit einfach nicht so warm. Es gibt gleich hinter der Brücke... Hinter der Brücke gibt es einen kleinen Parkplatz. Da können wir vielleicht kurz mal halten, Leute. Dann zeige ich euch einmal die Alster, wenn wir schon hier sind. Kennt ihr die Brücke? Bekannte Brücke? Sehr bekannte Brücke? So, hier ist ein kleiner Parkplatz. Weil sonst kannst du an der Alster einfach auch nicht stehen mit dem Auto. Ich denke mal, dass ich hier nochmal stehen kann. Gucken wir mal. So. Hier so runter. Hier. Ich habe ein bisschen Panik, ne? Wenn ich da so Autos sehe, habe ich immer ein bisschen Panik. Seht ihr den freien Platz, Leute? Seht ihr einen freien Platz? Ist nichts frei, ne? Und da ist direkt Fahrradstraße. Wollen die mich verarschen? Wie soll ich denn hier wenden? Kann ich hier parken? Ich blink mal rechts. Ich blink mal ganz kurz rechts. Ich glaube, ich habe was Dummes gemacht. Ich glaube, ich bin wo eingebogen, wo ich hätte nicht so einbiegen sollen. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja. So. Bleib mal kurz dran, Chat, ja? Bleib mal kurz dran. Ich muss mal einmal hier ins Menü gucken vom Handy. Einen Moment dranbleiben, ja? Nicht weggehen jetzt. Ey, es ist hier schwer. Es ist schwer, Leute. Welcome back. Yes. Ich kann hier nicht parken. Ich habe mich umgeschaut. Ich kann hier nicht parken. Hier ist auch gerade irgendwie Lieferdienst. Lieferdienst Superparty. Ich habe Mist gebaut, Leute. Ich habe mich festgefahren. Ich sag's, wie es ist. Ich habe mich einfach festgefahren. Das ist ja super dumm. Ich wollte euch das hier nur zeigen. Direkt dabei festgefahren. Also ich habe mich nicht ins Schlamm festgefahren, aber ich habe mir hier ein bisschen verkalkuliert. Ich sag's, wie es ist. Ich sage es euch wie... Komplett verkalkuliert. Wir machen Alsterbesichtigung einfach am Sitzen. Alsterbesichtigung kommt jetzt einfach aus dem Sitzen, Leute. So, jetzt hier so.
Jetzt habe ich dem LKW nämlich den Platz geklaut. Das habe ich sehr schön gemacht, wie ich meine. Hier, Motor aus, Blinker an. So, jetzt zeige ich euch mal was. Jetzt zeige ich euch mal hier die Alster. Ja, ich bin wieder da. Pass auf, hier ist die Alster. Hier so. Seht ihr das? Richtig peinlich. Es war peinlich. Das ist der Alster. Hier so. Da ist hier der Yachtclub. Der Yachtclub. Es ist nicht der beste Ort, ne? Es ist nicht so super schön. Eigentlich würde ich mit euch da jetzt auch gerne mal rangehen. Yachtclub, nee. Yacht. Der Yachtenclub. Beziehungsweise Segelclub. Yachten gibt's hier nicht. Der Segelclub ist es. Der Segelclub ist das da. Lieber im Sommer. Echt deprimierend im Winter, der Ort. Findest du? Warum? Was ist mit dem Ort im Winter? Wegen des Mülleimers? Weil die recyceln? Magst du kein Recycling? Bist du Recycling-Gegner? Hier, dem habe ich den Platz geklaut. Dem Truck habe ich den Platz geklaut. Zeigst du uns drei Master? Hier gibt es ja jetzt keine drei Master. Der Mülleimer ist das einzig grüne im Bild. Der ist okay. Ja. Geht. So grün ist er gar nicht. Da kann ich jetzt das Auto hier kurz stehen lassen oder werde ich direkt verhaftet? Ich stehe schon richtig scheiße. Also ich stehe wirklich richtig scheiße. Wollen wir trotzdem kurz gucken? Sind verhaftet, fahr weiter. Nee, ich will euch da eigentlich... Ach komm, ich gehe einmal... Zumindest zwei Schritte wird ja wohl gehen. Ich lasse einfach den Blinky an. Dann haben wir so zwei Minuten, bis die Batterie komplett den Geist aufgibt. Und das muss ja wohl gehen. So, ich muss eben auf Fahrrad warten. So. Also. Das ist die Alster, Leute. Absolutes Halteverbot. Schritte müssen ja wohl drin sein. Ja, das meine ich. Ich meine... Ich stehe halt vor einem Haupteingang. Zeig mal von außen dein Gefährt. Guck mal, ist doch gut geparkt. Kannst du doch nicht sagen. Also ich muss ja nur halten. Da ist nicht so viel Betrieb, war der jetzt auch nicht. Findet da immer das NBA All-Star Game statt? Ja, exakt. Hier riecht es ein bisschen nach sehr schlechter Bratwurst. Ganz schlechte Bratwurst, so riecht es hier. Riecht so ganz... Ekelhaft verbrannt. Ganz, ganz schlechte Bratwurst. Regelrecht verkohlt. Wie weit kann ich noch vom Auto weg? Ah. Hier um die Ecke vielleicht. Schön, schön. Hier ist nämlich ein schöner Spot. Da vorne wäre es sehr schön. Aber so weit traue ich mich nicht zu gehen. Da habe ich Angst, dass hier das Auto wegräumen. Aber hier ist es schon sehr schön. Verwesung riecht schlimmer. Ich gehe bis zur Kante. Ich gehe einfach bis zur Kante. Es riecht echt streng. Achtung, Eiswarnung. Hier besondere Einbruchgefahr. Es ist Quatsch, da ist gar kein Eis drauf. Riecht schon ein bisschen komisch. Wollt ihr mehr von der Alster sehen? Wollt ihr mehr von der Alster sehen? Guck mal hier. Hier, schön.
Ist keine Einbruchgefahr. Seid ihr zufrieden damit? Ein bisschen Eis ist noch da, guck. Ganz kleines bisschen Eis. Ein bisschen Eis haben wir noch. Sehr zufrieden. Seht ihr das? Steht das Auto noch? Dann kann man das Auto noch sehen. Passt doch. Passt doch alles sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das sind Leute für ein bisschen Tag zur Seite. Das ist Ronny oder was? Alter! Wer wollte mich verarschen oder was? Ronny, guck mal hier! Alter, Ronny, Alter! Das ist ja nur krass! Was geht? Alter, was geht denn hier ab? Grüß dich erstmal. Foxy? Ja, Kogi, moin. Alter, was geht? Geht ab? Was hast du denn hier? Ja, Hamburg, Digga! Hamburg, Digga, oder was? Was heißt das? Ja, wir sind hier in Hamburg einfach so zum Streamen. Das ist ja nur geil. Du streamst auch. Ja, ja, ich habe gerade hier, pass auf, das Eisschicht gezeigt hier so ein bisschen. Eis ist nämlich nicht mehr so dicht. Also die Leute sollen nicht mehr Schlittschuh laufen, ist gefährlich. Ja, weil, danke, dass du das nochmal den Leuten so ein bisschen erklärst. Ja, wirklich, ey, guck, weil ein bisschen Eis ist noch da. Und in aber Hamburg, die Enten können da rauflaufen. Ne? Die Enten können laufen und in Hamburg sind viele Leute sehr dumm. Ich musste gerade so dringend auf Klo, ich dachte, jetzt ist es vorbei. Und du hast gerade alles gelöst. Also es ist nicht, also nicht so, jetzt so, ja. Es ist so wieder auf einmal, also, es ist wieder alles drin. Du riechst nach Röstzwiebeln, Ronny. Ja, wir haben so Knoblauch-Dip gegessen. Ah ja. Wolltest du sagen, so ein bisschen nach Röstzwiebeln. So ein bisschen Röstzwiebelaroma rieche ich hier. Das Ronny, ist ja nur, das ist Krogi. Hallo Leute, das ist Ronny Berger. Ist ja nur geil. Der beste Mensch. Ey, ja, was macht ihr gerade? Wir waren du bist eine Gurke oder was? Das ist ja nur geil. Okay. Wir waren so, weil wir dachten, wir wollten heute ein bisschen früher starten, so ja. 10.30 Uhr. Und dachten uns, ja, dann können wir auch im Stream frühstücken. Und dann an Alster. Romantischer Ort. An der Eisschicht, bei den Enten. Ja, ist so ultra hässlich. Und dann so griechisches Frühstück. Also wir waren halt da hinten und da war ich gar nicht so hässlich. Ja, glaube ich. Und dann habe ich so auf Google Maps gesehen, oh, hier ist aber noch so viel mehr Wasser. Hier ist so richtig groß, richtig schön. Dann dachte ich, lass da rüber gehen. Lass hier hingehen. Und hier ist einfach nebelig hässlich. Ja, ja, aber was macht ihr? Seid ihr nur hier oder was? Ja, also wir hatten heute überlegt, nach dem Frühstück zum Treppenviertel ja, zu gehen. Ja. Kennst du das? Ja, ja. Cool. Willst du ein Workout machen? Ja, so. Leg Day. Wir dachten, wir brauchen also und da, wo die Reichen und Schönen sind, so schon mal ein paar Häuser ausgucken. Ja, dann bist du bei mir auf jeden Fall an der falschen Adresse. Sag ich dir ganz ehrlich. Bist du jetzt einfach nur zu Fuß? Nee, pass auf. Wir wollten mein Auto in die Waschanlage bringen. Ich stehe da vorne, ganz schlecht im Halteverbot. Aber ey, ich weiß nicht, ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt. Was macht ihr? Hä? Lass einfach mit. Habt ihr Bock oder was? Ja. Habt ihr Bock? Ey, Leute, Ronny Berger und Crew oder was? Ja, ja. Ja, komm mit. Jetzt muss die Sidekicks. Hä? Jetzt machen wir. Also, wir müssen eine Waschanlage, Ronny. Ist ja nur geil. Ich habe hier nicht so viele Leute, aber ist egal, die sind alle nett. Was geht, Leute? Warum ist das denn hier unscharf, sag mal? Warum ist das unscharf? Ich brauch. Wieso? Hallo? Ist egal. Warum ist das unscharf? Das ist ja unscharf bei dir hier. Wieso? Ja, warum ist das? Nicht? Kannst du da irgendwie so einen Autofokus dran machen? Eigentlich ja, aber ich putze mal kurz. Das ist wichtig. Ey, Leute da draußen, das ist wirklich echt so. Das möchte ich allen mal hier mitteilen. Putzt eure Linsen. Ja. Ich sehe so viele Bilder, so viele Instagram-Stories mit... Ist das alles unscharf? Egal, ist cool. Nee, jetzt funktioniert. Ja, es geht. Ist real. Mit ungeputzten Linsen, oder? Ist das so? Foxy hat gestern von uns Fotos gemacht. Ja. Mit unscharf, oder was? Und das war einfach, da war so Nebel einfach drauf, weil da so irgendwas, hey, so Kram war auf der Linse. Hey, warte, ich muss das nochmal ganz kurz hier im Stream sagen. Es ist abgefahren. Wir sind jetzt hier zusammen, oder was? Wir sind jetzt eine Crew. Wir haben uns völlig zufällig hier jetzt getroffen. Jetzt sind wir eine Crew, das ist ja nur geil. Hamburg, Digga, hat er gesagt. Ja. Hamburg, Digga. Oder wie willst du Hamburg in zwei Worten sagen? Sehr sauber. Viel sauberer als Berlin natürlich. Oder? Ja. Ja. Viel sauber. Und es riecht überhaupt nicht nach Pisse. Das ist auch geil. Ja. Wir sind also fantastisch. Ich war ein paar Stunden hier, aber wirklich von Anfang an hatte ich das Gefühl, es ist total sauber hier. Ja. Also wirklich, Berlin ist sauber. Dankeschön. Das habe ich gerade schon erzählt. Berlin ist natürlich real, ist cool, verstehe ich alles. Aber es stinkt an jeder Ecke. Wirklich, ekelhaft. In Berlin, ja, übel. Vor allem also alles, was irgendwie mit Bahnhof und sowas zu tun hat, da stinkt es immer nach Pisse. Ich komme gerade aus Ronnys Chat.
Nee, geh zurück, ey. Ich will jetzt keine Bier klauen. Nee, geh zurück zu Johnny, wollte ich gerade sagen. Ist das dein Wagen? Ja, ich habe im Halteverbot geparkt. Das ist das große Ding. Ja. Als ob das dein Wagen ist. Das ist mein Wagen. Nee. Ja, normal. Ich habe Leopardensitze. Ihr wisst schon, was das ist für eine Show jetzt, oder? Oh. So ein Ding. So den Link findet ihr im Chat. Und dann geht einfach rüber und dann geht's dort weiter. Alter. Ja, normal. Ich hab den Schlüssel runtergefallen. Ey, ich hab grad meinen Schlüssel, so Ronny hat den schon in der Hand. Oder war das hier so Picking, weißt du? Ich trainiere mein Pocket-Picking. Pocket-Picking. Hier, Vorsicht, Fahrrad. Ja, gehen wir jetzt einfach mit in die Waschanlage, oder was? Ja, klar. Ja, klar. Jetzt hab ich hier Besuch in der Waschanlage. Reinkommen, kommt rein. Achso, ich hab hier noch... Ihr müsst euch mit zum Platz machen. Ich hab hier so Shit, ne? Ja, zeig alles. Hier ist nichts, was man nicht zeigen darf. Das ist ja komplett crazy. Guck mal, was er hier hat. Was hat er? Du meinst? Das ist ein einrädiges Longboard. Warum ist da ein Licht? Hier, Ronny, mein Geschenk, mein Gastgeschenk. Ja, was ist das? Das ist ein Scheinwerfer für Ronny jetzt. Alter, das ist ein neuer Scheinwerfer jetzt. Wow, ey, ich hab das neue Auto fast zusammen. Ich hab fast alle Teile zusammen. Warte, mach ich hier mal, pass auf. Ronny, komm mal vorne, ich mach das Ding hier raus. Dann müssen wir spontan hier umstrukturieren. Ja, wir können das ja doch hier zu zweit da vorne nehmen. Wir können ja auch. Lass uns das einfach machen. Dann bist du einfach hinten am Gurke essen. Ist das okay? Nee, ich hab keinen Hunger mehr. Ich hab keinen Hunger mehr. Ja, okay, lass ich hab keinen Hunger mehr, das ist das Allerbeste. Ich muss brechen. Ich hab keinen Hunger mehr. Bro, was war das? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist das Auto ist zu hoch. Ich mach eine Gurke. Ich weiß nicht. Oder du bist zu klein. Das ist ja nur funny. Direkt gute Laune hier. Ja, das ist ja nur. Aber dein Auto ist viel zu hoch. Ich wollte hier gerade so rüber. Ja. Ich hab die zur Schufe nicht getroffen. Nee, du kannst das. Ey, du bist jetzt doch Kapitän, ey. Autokapitän. Hier, Ronny, Auto. Oh. Ja, Alter, Le Boat. Le Boat! Was denn? Das ist ja mega. Ja, klar. Gibt's hier. So, wo soll in Hamburg rumlaufen? Das ist dein Style jetzt. Ja. Nee, aber wenn du in der Mitte sitzt, dann musst du wieder so einen Nacken schützen. Ach so. Ja, das ist wichtig. Können wir das? Du hast sie ab, damit man hinten was aber sieht. Das ist ja, genau. Nicht das Fake-Taxi, oder? Das ist die Kamera hinter dir. Oh mein Gott, was ist die Kamera? Das ist wirklich eine Kamera. Guck mal, das ist einfach der Streamer-Bus. Guck mal, da hinten eine Kamera. Kann ich das andersrum machen? Geht nee, das? Mach mal nicht andersrum. Ey Leute, aber also ich nehme euch mit, aber wir haben ein paar Aufgaben, ne? Ja, okay, egal, also, wir helfen. Ich meine, ihr habt ja eh nichts zu tun, oder? Was ist euch? Oha, okay. Oder was? Die reichen Streamer haben doch eh nichts vor. Wisst ihr überhaupt, wie das echte Leben ist hier? Das ist hier im Auto. Okay, zeig es uns. Warte, aber hier, komm, ja, macht mal lieber euch, ist geiler. So, ist geiler. Wir fahren jetzt in eine Autowaschanlage. Streamer einfach, ja? Ja, und dann fahren wir zum Wertstoffhof. Das echte Leben in Hamburg. Ja, okay, was geht eigentlich ab? Weil hinten ist einfach Müll drin, ja? Einfach. Jetzt hat schon das eine Auto, schreit schon. So, weg damit. Oh, jetzt ist ruhig. Geilo. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Nein. Hä? Okay, warte, was ist gerade. Hier hast du den Chat übrigens. Ja? Ja. Was ist gerade passiert? Sag du's. Wir waren am Frühstücken, Gurke und Brötchen. Griechisches Frühstück mit Knoblauchdip und Gurke. Ihr riecht räudig alle. Ohne Scheiß. So ihr riecht alle richtig räudig. Das ist geil. Sehr schlimm. Es geht. Ich find's auch ein bisschen lecker, muss ich sagen. Magst du Knoblauch? Magst ja, klar. Du? Ja, okay, klar. Sehr gut. Aber ihr riecht trotzdem räudig. Hast du vielleicht einen Ich hab nur so ein Flamingo hier. Nee, Flamingo. Nee. Auch. Nee, ich hab kein Kaugummi da. Okay, dann. Ich verstehe diese Stelle nicht. Ist die Ampel jetzt für mich oder nicht? Wahrscheinlich ja, ne? Jetzt ist sie aber rausgegangen. Ja, aber jetzt haben die auch grün. Was? Ja, das verstehe ich an dieser Stelle nie. Ich warte natürlich immer, weil rot ist rot, sage ich mir. Aber sobald ich grün hab, fahren alle ins Auto. Das kann irgendwas stimmt ja nicht. Vielleicht weißt du deinen Chat. Keine Ahnung. Leute, ich weiß nicht, ob du streamst so häufig so von anderen Orten, du streamst so häufig bei dir so in dem Studio und beim Schlagzeug. Was für Orte meinst du? Ich meine so woanders als Hamburg? Wenig natürlich. Weil wir sind ja häufig irgendwie unterwegs und ist es immer, egal wo man ist, 10.000 Einwohnerstadt. Ach ja, da wohne ich. Wenn du hier um die Ecke gehst, kommst du in einen schönen Park, geh mal dahin. Und ich wette, drei Leute hier im Chat kennen auch diese Stelle. Ja, und können sagen, ja, das ist so und so. Ey, selbstverständlich. Hast du denn eine gute Orientierung? Also kannst du das gut? 0%, gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ey, wirklich, komplett dumm. Da bin ich komplett dumm. Wirklich. Kann ich nicht. Ja. Verstehe ich. Aber wenn du jetzt so viel unterwegs bist, wäre es natürlich nicht schlecht, Orientierung zu haben. Ja, aber ich denke mir immer, an die Show. So, ich denke immer in Stories. Ich denke nicht in. Ja, Entertainment, ne? Entertainment. Ja, ich denke mir immer, wenn ich das jetzt mache, ich denke nicht, ist das richtig, ist das falsch, ist das gut oder schlecht, kann ich mich verletzen, sondern ich denke mir,
In einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ist das eine gute Story? Kann ich die, kann ich die meinen Kindern dann erzählen? Okay! Geisterfahren! Oh, Newton! Nee, Stream, Autofahren Stream ist immer eine ganz schlechte Idee, ich sag's euch ganz ehrlich. Aber mit Ronny und hier der Crew, da ist das easy. Ey, aber sag mal, ihr seid jetzt ein paar Tage in Hamburg, oder was der Plan bei euch? Genau, also wir sind am Sonntagabend gekommen und wir fahren am Freitag wieder. Zu Weihnachten geteilt. Ja, genau. Und wir dachten uns, ey, wir hatten so Bock noch, also ich vor allem hatte Bock, noch einmal im Dezember irgendwo, wenigstens eine Woche noch mal in eine andere Stadt zu fahren. Geil. Weil ich versuche immer so einmal im Monat, ein bis zwei Wochen irgendwie woanders zu sein. Ja, geil, super. Und, oder unterwegs, wir haben letztens eine Schweiz zugemacht vor ein paar Monaten, da sind so einen Roadtrip durch die Schweiz. Habe ich mitbekommen, sehr schön sah das aus. War richtig schön. Fucking toll. Und dann, ne? Ja, ey, du brauchst so ein Getränk und zwei Brötchen, einfach 38 Euro. Ja. Das ist brutal. Wie meine Autowäsche gleich übrigens. Kostet genau das gleiche. Alles klar, geil. Ein Brötchen und zwei Getränke da hast du. Ist das so eine Waschstraße oder ist das so, machen wir es jetzt per Hand? Nee, also es sind Leute, die arbeiten an der Waschanlage und die reinigen das Auto für Geld. Ah, okay. Krass. Leute arbeiten für Geld? Dieses Konzept ist mir völlig fremd. Ich kenne das nicht. Ich bin reich geboren und ich habe immer Geld irgendwie. Ich gehe zu Papa, sage, gib mir mal einen Taui und dann habe ich den so auf dem Konto. Ja. Ey, du hast dich mit, hier mit... Alter, geil. Was geht ab? Ist das dein Handy-Klingelton? Shakasha, Shakasha. So geht das ab? Shakasha, Shakasha. Alter, wie ja, schlau seid ihr? Slowmo, vielen Dank für den Sub. Ey, Slowmo, mega. Wir haben, wir haben so eine Chat-App, eine extra, also wir haben ein zweites Handy dabei mit einer App. Alter. Und darüber laufen dann die Sound-Alerts. Ey, ihr seid so krass. Ihr seid so krass, ohne Witz. Ich find's gerade richtig geil. Also ich wusste irgendwie, dass du in Hamburg bist, Ronny, ja? Ich glaube, du hast dich ja mit Sophia irgendwie abgesprochen, keine Ahnung. Ja, ja, mit der habe ich mich so private getroffen. Private, ja. Sophia liebt dich übrigens, ne? Oha, die traf Freund. Ja, nicht dieses Lied. Aber nicht in dem Private Life. Auf Prä-Basis. Ja, ja, genau. Ohne Scheiß, die feiert dich richtig, Ronny. Und ich habe dich lieben gelernt, sage ich dir ganz ehrlich, auf der Gamescom. Da habe ich dich richtig lieben gelernt. Soll ich euch mal sagen, wieso? Weil dann stehst du in diesem abgetrennten Bereich da auf der Gamescom, wo viele so famegeile Trottel rumlaufen. Ja? Und ich stehe da ganz verloren und verlassen stehe ich da. Und da kommt Ronny an und sagt, ey Krogi, Alter, du stehst hier alleine oder wie? Willst du Gesellschaft haben? Das fand ich so geil. Das fand ich so herzlich und nice. Geil! Ohne Witz. So, das war in dieser komischen Kunstwelt. Also, du weißt, die Stimmung dort ist ein bisschen weird. Ja, die sind alle so. Dann gibt es so, einfach so zwei Leute, die auf einmal mit so Diabolo anfangen zu spielen und dann so Salty. Team machen und dann ist so Monte und alle sind so voll krass. Ja, ich muss hier stehen und ich hoffe, dass ich auch im Stream lande. So. Ey, wirklich. Und das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Also nicht falsch verstehen. Können alle machen. Aber ich war da nicht so richtig, hab mich da nicht so wohl gefühlt. Und dann kamst du an und auf einmal ging die Sonne auf. Ey, und das war richtig geil. Du warst wirklich ein Lichtschein. Komm her, Mann. Komm her. Oh Mann, das ist so romantisch gerade. Ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wusste gar nicht, dass das so toll für dich war. Ja, übrigens hast du gerade einen Sub bekommen von Mr. Very Long. Ja, du machst einen guten Job. Super Grüße, gut. Vielen Dank für den Sub. Ist euch warm genug eigentlich? Ja, fast, hey, alles fast super, zu warm. Alles super. Zu warm? Ja, ne, du lebst auf der Straße, ne? Ist ja wirklich so. Wir sind auch fast da. Wir sind fast in der Waschanlage. Ich muss auch sagen, ich freue mich auch so ein bisschen, wenn in Hamburg nicht die Sonne scheint, sondern so ein bisschen nieselt. Es ist so, ich habe dann ein größeres Erfolgserlebnis am Ende des Tages. Ja, wir sind so durch den Regen gelaufen, es war kalt, es war rau und wir haben trotzdem überlebt. Wir haben Pizza gegessen, das war krass. Ja, wir haben uns kurz aufgewärmt, aber dann waren wir wieder im Regen. Dann waren wir wieder real. So, bist du gar nicht mehr auf Klo? Es ist jetzt einfach weg, du hast uns ultra gestresst. Es ist weg. Du musstest zum Klo? Es kommt bestimmt wieder. Ultra gestresst. Ich hatte ultra den Druck. Ja. Ich dachte, ey, wenn ich jetzt noch, in fünf Minuten, dann bricht der Damm. Hast du Angst, dass du Nierensteine kriegst, weil du nichts mehr trinkst, weil du so Angst vorm Pinkeln hast? Nee, Pinkeln geht gut, so, das geht gut. Aber so, ich habe so in letzter Zeit so Probleme mit dem großen Geschäft. Dass ich so... Oh, das ist aber tatsächlich ein Thema. Jetzt sagen Leute, cringe, aber nee, ganz ehrlich, ich weiß genau, die Leute können relaten. Ohne Witz. Das ist echt so. Und Verdauung muss laufen. Das ist der Tag scheiße. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist so, auf einmal muss ich so viermal am Tag auf Klo einfach. Ja. Und so, und dann kommt halt irgendwie nur die Hälfte raus. So. Ja. Und ich habe mir gestern Abend lag ich im Bett, ich dachte mir, vielleicht muss ich gesünder essen. Das ist Weil ich habe so, ich lebe immer noch so mit dem Hintergedanken, ich esse ja immer gesund zu Hause, das heißt, wenn ich unterwegs bin, kann ich ja Crab essen. So, das heißt. Krieg ich das Frühstück und so. So als Ausgleich. Ja,
dachte ich immer so, ja, ja komm, weil ich esse immer, wenn ich im Stream, ich esse immer Pommes, so Pommes-Schranke und so. Ist und auch so geil. Sachen. Ist auch geil. Und ich hatte, weil früher war, vor 3 Monaten war das auch so, dass das ging. Weil ich halt, weil ich halt 18 Mal am Tag irgendwie gedünstetes Gemüse mit keine Ahnung, mit Schwarzbrot gegessen habe. Und ich war einfach gesund. Ja, und dann, aber Pommes sind geil. Ja, und dann dachte ich ja, so einmal in der Woche eine Pommes kann man sich dann ja gönnen. Ja. Und mittlerweile ist es aber so, ich esse so jeden Tag einfach Knoblauchcreme und Pommes und dann komm, ey, hier auf dem Weihnachtsmarkt. Guck mal, lass uns mal hier diesen Kuchen. Die haben Pommes, haben die auch. Ja, so. Die haben zufällig Pommes da. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Muss wenden übrigens. Ach so, okay, ja, du bist falsch gefahren. Ja, deine Scheiß-Story hat mich abgelenkt. Und mittlerweile, ja, habe ich das Gefühl, ich es... Nur Schrott. Es ist nur noch Schrott. Ey, man sagt doch zu Pommes, es seien die fettigen Finger des Teufels. Ja? Und ich glaube, das kommt halt ganz langsam in deinem Magen. Da setzt sich irgendwo in so einer kleinen Welle in deinem Darmtrakt, da setzt sich so eine Pommes fest und die sammelt dann, die wie so eine Winkelkrabbe, weißt du, die holt immer neue Pommes ran. Ja, die und so und dann verbinden die so deren Fett und dann bauen die dann auch so eine Mauer. Ja, das ist eine ganz große Mauer. Ja. Die, weißt du, und irgendwann wird das da so Kryptonit. Und genau. Da muss es weglasern. Und dann diffundiert das in deine Niere. Und dann kriegst du Nierensteine. So, das ist die Krankheit der Männer übrigens, Nierenstein, ich sag's dir. Weil die immer anhalten, oder? Nee, weil die einfach zu faul sind, Wasser zu trinken. Was trinkst du denn? Du trinkst wahrscheinlich wenig Wasser, oder? Nee, ich tatsächlich, weil ich, also das ist das einzige Gesunde, was mir noch geblieben ist, Wasser. Ich trinke jeden Tag Wasser und ich hab mir von Gino, wir sind jetzt Twitter-Homies. Und das ist so ein Fitness-Guy. Mentals, ja. Und, ich habe mir von ihm, ich habe seinen Tipp angenommen, nach dem Aufstehen, halben Liter Wasser. Ja? Ist es das? Das ist wirklich. Und das haben wir heute alle gemacht. Haben wir heute so als Team gemacht, wir haben angestoßen, halben Liter Wasser geext. Und es ist, und dadurch habe ich mir angewöhnt, anstatt immer so mal so ein Glas Wasser zu trinken, einfach. Ein bisschen mehr. Viermal am Tag einfach, ja, einfach eine Flasche zu exen so. Und dann passt das. Viermal am Tag eine Flasche exen. So, okay. Du machst alles in Extrem, kann das sein, Ronny? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe was Neues für mich entdeckt. Ich trinke nicht mal normal was, ich ex die Scheiße einfach. Viermal Hardcore mit Trichter. Das geht nicht, anders geht. Das geht nicht mehr. Und dann esse ich nur noch Pommes und dann die nächste Woche wieder nur Früchte. Ja. Und dann esse ich wieder gar nichts. Ich fahr jetzt da rein. Ich hab da noch nie drüber nachgedacht. Da, okay. Ja, hier wir links. Wir passen alle auf, dass du es auch richtig machst. Ja, eben habe ich es vercheckt. Ich habe auch eben ganz kurz gesagt, ich bin ganz woanders. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin auch verwirrt, dass ihr hier auf einmal im Auto seid. Ist wirklich eine kleine Reiseüberflugung. Auch sorry an den Chat, dass wir da noch nicht so, dass wir gerade nicht so am Start sind bei euch. Ja. Ja, mach das mal lieber. Das ist so. Ja, ich muss gleich ein Ticket lösen, da kannst du dich kurz um den Chat kümmern. Aber mich würde interessieren, was machst du auf Twitch? Ich habe gestern nur kurz reingeschaut, aber ist das dein Main-Content, so Musik oder was? Ja, schon, wir haben gestern geradet, ne? Ja, tausend Dank, ey. Das ist. Ihr kennt euch doch gar nicht. Nee, wir kennen euch. Das ist Zeus Spezial. Moin. Zeus Spezial, ja, Alter. Ehre. Seine Familie nennt ihn auch Marcel. Cringe. Zeus Spezial ist viel geiler. Ja, oder? Weißt du, da ist auch diese griechische Frühstücksreferenz. Ja. Das höre ich direkt raus. Zeus Spezial. Das Spezial kommt von Pommes Spezial. Ja. Mit Zwiebeln oder was? Oder was? Ja, oh, genau. Er kennt es. Ja, klar. Ich komme vom Dorf, Leute. Ich bin real. Und das ist Foxy. Hallo, Foxy, grüß dich. Hallo, Foxy. Magst du auch Griechisch? Ja. Ja, das, aber nichts mit Zeus am Hut sonst. Na gut, okay. Die wohnen zusammen. No comment. Aber nur auf Brebasis. Brebasis. Ist das so ein neues Codewort für Zwinki Zwonki Brebasis oder was? Nein. Ich gehöre zu den jungen Leuten. Ja. Habe ich mir letztens überlegt, ich muss mehr reden. Ja, musst Leute. Du auch. Sonst verstehen die das nicht. Und sonst glauben die nicht, dass deswegen, du dazugehörst. Deswegen sage ich jetzt Wörter wie Bre. Bre. Finde ich gut. Und Bre, nee, das ist schon ernst gemeint, so Bro, ja. So yeah. Ah, ja. Ach so. Ist das, Bre ist Bro. Und Bro ist Kumpel. Das wird dich verarschen, das kenne ich. Aber ist Bre dann die weibliche Form davon? Nein, ist aber nur ein anderes Wort. Nee, Bre ist nur noch jünger. Noch jüngerer Slang. Ja, oder vielleicht auch nochmal gar nicht jünger. Aber so, ich denke, das ist cool und deswegen sage ich das. Ich finde es auf jeden Fall real, dass du so redest und das erklärst. Das macht es einfach noch besser, die Erklärung dabei. Da fühle ich mich auch richtig jung bei, das gefällt mir sehr. So, nee. Hier sind wir. Hier. Clean and Green. Clean and Green. Das ist ja so eine ganz, das ja, ist ja klar. So ganz geil. Der steht da. Der steht die sieht man auch nicht von außen, ne? Foxy ist schon beeindruckt, muss ich sagen. Ja, übel.
So, jetzt hoffe ich mal. Ach, guck mal, die gucken alle nicht. Merkt ihr das? Ja. Die älteren Herrschaften. Die laufen einfach rüber. Nee, ja, die anderen gucken schon. Ne? Nee, ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Ja, exakt. Eben auch so ein Herr. Die haben gar überfahren werden das. Die haben auf gar keinen Bock auf Weihnachten. Ja. Oha, okay. Aber jetzt direkt mit solchen Maßnahmen. So, jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Weil wenn die alle hier stehen, ja. Also ach, die stehen alle in der Schlange. Weiß ich nicht. Könnte warte sein. Mal, aber ist nee, das... Nee, guck mal, die doch, stehen hier doch, einfach doch. So. Doch, nee. Das ist die Schlange. Guck mal, die wollen alle hier ran. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit, uns kennenzulernen, ne? Warte. Nee, das machen wir nicht, Ronny. Ach so, okay. Das dauert 2 Stunden. Ach so, so lange ja, geht ja, es. Pro Auto so 20 Minuten oder ah! Ja, warte, wo? 1, 2, 3, 4, 5, ja, da auch. 6, 7, die sitzen nicht mehr mit dem Auto. Die sind sich einen Kaffee holen gegangen. Die sind weggegangen. Dann können wir nicht vordrängeln. Aber Spaß, jetzt auf eine Tür. Mein, macht ihr das? Ich meine, da wäre eine Lücke, ne? Wird da gar nicht. Meinst du, der mit der offenen Tür merkt er das? Was? Die sitzen doch eh nicht mehr drin, die merken das gar nicht. Jetzt wie? Nein, wir sind seit 1 Stunde hier. Also, man müsste sich da ein Ticket holen. Das ist sehr interessant, das gefällt mir. Also, es würde euch gefallen, aber ehrlich gesagt, scheiß drauf. Ja, fick die Waschanlage. Das ist woanders hinfahren. Okay. Ja, okay. Lass Wertstoffhof. Lass zum Wertstoffhof. Ich war tatsächlich noch nie da, ich habe Angst dahin zu gehen. Ich lege die immer zum Sperrmüll von meinen Nachbarn und dann müssen die für mich mitbezahlen. Und die Sachen, weil ich habe immer Angst dahin zu gehen, weil ich habe so Horror-Stories gehört, dass die so unfreundlich sind. Ey, sind die auch. Die wollen, also die machen nur ihren Job, aber ich glaube, die haben viel Mist erlebt auf dem Wertstoffhof. Weißt du, die ganzen Gangster, die Wertstoff-Gangster. Ja, ich glaube wirklich, weißt du, wenn du da mit einem Eimer Butterfly-Messer ankommst zum Wegwerfen, dann wissen die nicht, natürlich sind die schlecht drauf. Ich habe auch übrigens nicht so gut sortiert, aber das kriegen wir schon hin. Ach, genau und sowas, und dann macht man einen Fehler, sind die jetzt so, ja, kannst du nicht dein Müll sortieren oder was? Ja, wirklich, was ist das? Was ist das denn? Alter, das sieht aus das? Wie so Drogenpäckchen. Ja, aber so ganz. Aber so diese in so Tütchen gemacht, damit ja. Man die sich in den Arsch stecken kann. Also, getarnt als dicke Zwiebel. Ja. Das ist ja nur schön. Ronny, ey. Ronny, ich freue mich. Zeus Spezial und Foxy. Und das ist übrigens Krogi jetzt. Mal. Ja. Ich eure Vorstellung. Ja. Ich bin Krogi. Auch an der anderen Seite vorgestellt. Komm, ihr seid bei einem nebligen Tag seid ihr in Hamburg. Das ist wirklich ganz geil. Das ist der Fernsehturm, oder? Ja. Der ist sehr klein, vielleicht zum Berliner Fernsehturm, aber trotzdem. Heinrich Hertz heißt der Turm. Heinrich Hertz Turm. Heinrich Hertz. Das ist ein Hotel übrigens, auch sehr schön. Wir fahren jetzt einfach zum Bunker. Wart ihr schon beim Bunker? Nein. Nee, wir fahren jetzt zum Bunker. Da ist ein Wertstoffhof. Kann sein, dass cool. Die da sehr unfreundlich sind. Ja, das ist gut. Aber das ist ja, das könnt ihr dann ja gut dokumentieren. Ist das, warte mal, ist das diese Festung? Ja. Ja, die Festung aus dem Zweiten Weltkrieg, ganz genau. Die Festung, weil ich hab so hat man das genannt. Eine Festung. Ich habe das nämlich auch bei Google, ich habe sehr viel durch Google Maps durchforst. Ja. Und habe das auch gesehen, ein Bild, und ich dachte, ich habe das hier den anderen gezeigt, ich dachte, alter Verwalter. Nee, da kann man... Das ist ja halt wirklich einfach eine moderne Burg so. Ja, genau, ist ein Flakbunker gewesen, so ein Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Und weil, pass auf, Fun Fact dazu, ihr habt es ja noch nicht gesehen, weil das so massiv ist und so krass gebaut ist, mussten Fenster rein, weil ein Bunker mit Fenstern ist natürlich Bullshit, ist klar. Aber die wollten diesen Bunker benutzen, weil den konnten sie nicht abreißen, weil der eben so krass gebaut war. Und da haben sie eine Firma engagiert zum Fenster einsetzen. Diese Firma ist dabei aber insolvent gegangen. Was? Ja, wirklich, weil die sich komplett verkalkuliert haben. Weil der Bunker ist einfach ein Bunker gewesen. Ihr werdet ihn gleich sehen, der ist wirklich sehr groß. Sehr massiv. Was ist denn? Oh, Scheißendreck! Bitte, warum fährt der denn so schnell? Der ist wirklich, also... Schakascha. Ich lass mir das jetzt nicht zuschieben. Ich hab geguckt, nee. Der war langsamer. Ja, er fährt viel zu schnell. Ja, wirklich. Krugmann hat alles richtig gemacht. Ich hab zumindest geguckt und eingeschätzt, ich kann das schaffen. Das hat nichts mit... Ja, er ist so da lang gedüst einfach. Ja, ich bin langsam gefahren. Du hast alles richtig. Jetzt bedank dich da mal. Schakascha, herzlich willkommen. Kansabas, LuxenTV, vielen Dank euch. Grüße an den Chat. Wir sind gerade nicht so am Start im Chat. Wir sind so am Reden, wir sind jetzt so am Kennenlernen. Wir treffen uns das zweite Mal in so Ring. Kling, kling. Das ist Worldwide Shirt X100, ich bin dir gut. Kui, ich bin dir gut. Hat dir schon mal jemand gesagt? Nee, aber ich küsse dein Herz. Ich möchte direkt dein Herz küssen dafür. Das ist richtig schön. Das haben wir von Walter Wiegand aus der Pennymark-Doku gelernt. Und also Knirps hat das an uns alle, an mich vor allem auch herangetragen. Knirps ist auch so ein Kumpel von uns, der auch streamt. Ja, okay, klar. In Berlin, der ist Berliner. Ja, ja. Wir sind sehr Berlin verbunden, musst du wissen jetzt. Ich auch, alles gut, stinkt nur. Okay, gut, dann sind wir da auf einer Wellenlänge schon mal. Ich wollte die Seiten klären, nicht dass du... Ist kein Problem. Nicht, dann kannst du uns jetzt schon mal rausschmeißen. Nein, ich hab gar kein Problem mit dem Berlin, die sind alle sau nice. Yeah, wirklich, da leben nur coole Leute gefühlt. Stinkt nur in dieser Stadt. Yeah. Das ist alles. Das kannst du ja auch nicht verneinen. Selbst du aus Berlin kommende Person kannst das nicht verneinen. Es riecht halt überall ein bisschen komisch. Ja,
Sonst und wir haben uns da, und da gibt es einen sehr weisen Mann, und der hat gesagt, ey, ich habe die Weltfriedensformel entdeckt. Vier Wörter. Ich bin dir gut. Und wenn man sich mit dem Mindset begegnet, es ist auch so, die Welt wäre ein Stückchen besser. Kann ich was sagen? Ja, bitte. Du mit Ronny mit seinem Knoblauch-Ding in der Hand. Ich halte es die ganze Zeit in der Hand, so mit zwei Fingern so. Jetzt war es, das stinkt jetzt. Pack das hier rein. Pack das, oh, das ist schlau. Kannst du kurz halten? Pack das hier rein. Ist auch noch Knoblauch wahrscheinlich. Ja, ich dachte, es kam aus deinem Mund. Aber du hast natürlich Knoblauch direkt in der Hand und wehst damit rum. Das ist ja richtig geil. Stimmt. Ja, wirklich. Riecht tatsächlich. Ich hab herausgefunden, ich kann nicht gut riechen. Nee? Ich habe irgendwie so chronisch immer so ein bisschen verstopfte Nase. Ja. Und Blähungen. Und Nase und Blähungen. Ich sehe da keinen Zusammenhang, aber danke für diesen Hinweis. Und ja. Deswegen, ich rieche nicht so gut. Alles tut mir leid. Aber du hörst gut. Ich höre richtig gut. Ja. Und ich sehe ja auch. Ja, ich mach einen Deckel drauf, dann stinkt das nicht mehr. Deal. Ich mach schon. So, guck mal. Jetzt fahren wir gleich nach links. Und dann, also, nur für euch zur Erklärung. Geradeaus, rechts wäre die Reeperbahn. Da wart ihr bestimmt schon mal, oder? Da waren wir gestern Abend tatsächlich. Ja, okay, die ist geradeaus rechts. Und ihr seid jetzt gar nicht so weit weg von der Reeperbahn und seid an der Feldstraße. Und da ist halt genau dieser Bunker, dieser riesige. Oh, jetzt kommt der! Ja. Guck mal, guck dir das an! Ja. Guck mal, da hinten ist der. Da kommt der. Da rechts ist anderes Level, ja! Da wird dran gebaut, oder was? Ja genau, da bauen sie noch ein paar Stockwerke drauf, weil sie da Bäume anpflanzen. Sie wollen da Bäume draufpacken. Sie wollen, ja, ich kann das voll, eine geisteskranke Idee. Sie wollen den Hamburg, sie wollen den begrünen. Was ist los mit dem? Ja, das haben sich die Hamburger auch gefragt, aber irgendwie, komischerweise haben sie es gemacht. Ich fahre jetzt auf den Wertstoffhof, ja? Okay, geil. Ja, also, keine Ahnung, ja, ihr filmt schon einfach, macht wie ihr wollt. Kannst du kurz erklären, was das hier für ein Bus ist? Ist das einfach dein Auto oder ist das von der Arbeit oder ist das... Nee, das ist tatsächlich, pass auf, ich spiele Schlagzeug, ich habe auch gar nicht darauf geantwortet, was ich im Stream mache, das mache ich gleich nochmal. Also ich spiele Schlagzeug und habe eine Band und das ist ein Bandbus. Nur diese Band spielt halt fast nie und dementsprechend habe ich einfach dieses Auto gesnackt und fahre damit durch Hamburg durch die Gegend. Also das ist die Erklärung, also ist ein Bandauto. Ja, das bezahlt eigentlich der Bassist, aber er hat das Geld. Hier, daran merkst du schon, wie die drauf sind. Wie viele Ausrufezeichen willst du haben? Zufahrt frei halten! Einfach eine Zeile für die Ausrufezeichen. Da merkst du halt schon, wie die gleich drauf sind, ja? Also, ich hab ein bisschen Angst. Ja, also sind wir einfach... gib mir direkt Berlin was. Film einfach kurz dich. Einfach kurz dich selber. Ich habe auch Angst, dass die uns direkt schubsen. Ja, die schmeißt das Auto um. Ja. Das gehört jetzt uns! Ja, also, okay, warte. Hier ist Stopp. Großes Stoppschild? Okay, genau. Da sind sie. Ich geh mal direkt raus. Aber es ist eine Frau, die ist bestimmt mit. Hallo, ich habe Kram hinten drin. Ein paar Müllsäcke. Er ist auch jetzt direkt raus. Weg von der Kamera. Weg von der Kamera. Kommen Sie hier rum. Jetzt ist ja richtig was los, Alter. Und die sind alle in orange gekleidet. Ja, die sind wichtig. Die sind wichtig. Ja, ich hätte auch mal eine Jacke mitnehmen sollen, ne? Die Warnschutzjacke. Ja. Hättest du dich so getan, wärst du. Guck mal, wie hoch das auch hier ist. Das ist übel hoch. Das ist die Schweiz. Ey, wir müssen auch so einen Bus uns holen. Oh, als Rasselwander. Ja, was ist das? Das ist, glaube ich, ein Mercedes Sprinter. Was kosten sowas? Und ein Vermögen wahrscheinlich. Haben wir ja, ich glaube, vor allem dann so Mercedes, ich glaube, die sind ein bisschen teuer. Ja, man muss so sich auf so Fiat Multipler beschränken. Das ist quasi das hier ein bisschen kleiner. Ja, aber wird auch reichen, würde ich sagen. Oder wir gründen eine Band. Ey, ich habe gehört, man kriegt dann solche Autos. Die spawnen dann einfach so. Genau. Das ist so, wenn man bei der Charakterstellung Beruf, Band auswählt, dann kriegt man so einen Bus so als Start. So Sack 3 Euro, ne? Zahle ich eben. Ja. Ach, wie viele Säcke hast du? 6 Säcke. Oh. Ja. 3x6. 3 Säcke? Ne, 6 doch. Aber ein Sack pro 3 Euro hört sich nicht so brutal an. 18 Euro dann, ne? Wenn ich nicht mich verrechnet. 3x6. 6, 12, 18. Aber zum Müll wegbringen ist echt eigentlich wack, ne? So Zeug, das du nicht haben willst, gut. Vor allem verkaufen das nicht bestimmt auch noch, so recyceln. Ja. Die recyceln und verkaufen das für so 18 Euro pro Sack. Ja, die machen Gewinn mit uns. Lasst euch das auch schenken von uns. Wir bringen euch kostenlos euer Zeug. Ist so. Aldi soll euch Aldi Mobile sponsern. Oh, das wäre offen. So, jetzt bin ich auch wieder im Chat, Leute. Ja. Herzlich willkommen. Da hat auch schon Evil Jared gesessen. Kennst du den? Ja, hab ich schon mal gehört. Das ist so,
Hat er nicht auch irgendwas mit, hier mit dem, wie heißen die Leute, die sich immer so in die Luft gesprengt haben und dann kriegen sie so, und sich so ihre Hoden an die Beine getackert haben und sowas und so. Bro, was? Und so Chili-Soße in die Augen und dann mit. Jackass? Ja, genau! Jackass, ja, okay. Hoden? Ah, nee, Bloodhound Gang. Von denen ist der. Von der Bloodhound Gang. Warte mal. Das ist so eine Band. Es gibt ein Video, wo sich jemand seinen Hoden an seinen Fuß tackert. Wein. Was? Jackass, die haben echt kranken Scheiß gemacht. So. Die Sachen, die man kennt, so wenn man die nicht gesehen hat, diese Filme von denen, ja. das sind so die lowen Sachen. Ja. Also das sind so die nicht so schlimmen Sachen, okay. Wo die sich so in so ein vollkackes Dixie mit so einem Bungee-Jump-Seil durch die Gegend haben fliegen lassen. Das sind so die lowen Sachen. Ja. Und so die krassen Sachen mit so irgendwie Hoden-Tasern und sowas. Das sind so. Aber Evil Jared ist von der Bloodhound Gang. Ja, ist richtig. Jemand gesagt, der hat hier mal gesessen. Ja, wir sind ja auch Kumpels. Ja, das wusste ich, das wusste ich. Ja. Und der hat, okay. Und diese Gang, die hat dieses eine bekannte Lied gemacht, das kennst du bestimmt. Aber ich, Aber singen. Wegen GEMA singst du es jetzt nicht. Ja, hast Angst, geclaimed zu werden. Nee, ich aber kannst das nicht. Die haben ganz viele. Ja, die haben ein paar, aber es gibt so... Roof is on Fire, dann gibt es Charlie Foxtrot, hier, ja, Foxtrot dieses, Charlie Kilo. Oder dieses, kennst du nicht dieses Lied? Ja, ich kenne das, musst du es nochmal hören. Kennst du das? Foxtrot Uniform. In diesem Video haben die diese komischen Affenkostüme. So, kommt ihr mit? Anpacken? Ja, geile Nummer. Lass mal anpacken jetzt. Foxy, willst du auch raus? Sollen wir dich rauslassen? Ich kann auch hier bleiben mit Tobis Chat. Okay. Sie bleibt? Ich bleib hier. Oh, sie bleibt mit dem Tobi-Streamer. Hallo, ich lasse dich nicht alleine. Ihr Rissmüll. Rissmüll. Ich mach kurz den Chat auf, weil ich kann das von hier nicht lesen. Ich bring das gerade weg. Ich weiß nicht, ob wir die Kamera abfangen. Wie ist gerade zu spielen? Hallo. Hier, fang! Noch Rissmüll einmal. Ich Hallo, Frau Dr. Malas. Wollte ich 32 auch? Ja. Und danke. Carsten. Ja. Für den Sub im neunten Monat. Schön, dass du dabei bist. Vielen lieben Dank. Hallo, Julia. Hi, Frau. Hallo, Japa. Hallo, Alpha-Team. Ich schaue jetzt einfach zwei Streams parallel. Das ist eine gute Idee. Meine POV und deren POV. Die schmeißen das gerade schön rein. Hallo Parsival, schön, dass du auch hier bist. Hallo nach Future. Ich bin hier so ein bisschen hinten, ne? Versteckt so. Die Sitze sind sehr geil, oder? Die sind schon sehr, sehr fancy, oder? Die sind auch sehr flauschig. Also weich. Okay. Hört sich komisch aus, ne? Bist du auch auf Twitch Foxy? Ja, ich bin DAE Foxy, also De Foxy. Aber ich sag immer nur Foxy. Ich schreib mal kurz rein. Moment. Da bin ich. Wie ein Sidekick für Kuh. Ja, ich bin immer nur ein Sidekick. Egal, sogar mein Stream bin ich mein eigener Sidekick. Danke. Danke auch euch. Ich bin hier länger als bei Zeus. Crazy, euch alle zusammen zu sehen. Ja, ne? Einfach das krasse Crossover. Ist schon echt cool, wenn dann so ganz viele Leute aufeinander kommen. Das macht schon Bock. Das macht schon so echt Bock, Leute. Ach, du warst ja sogar cool. Ja, gestern. Wir waren nach dem Raid, habe ich nochmal ein bisschen reingeschrieben. Ist das echt Foxy? Ja, sie ist wirklich da. Sie ist wirklich da. Das war Zufall. Das war Zufall. Die Jungs bringen gerade den Müll weg und machen irgendwas. Aber dieses Auto ist riesig. Guck mal, Chat. Ich bin 1,75 Meter, ja? Ich kann hier stehen. Ich bin 1,75 Meter und ich kann hier stehen. Ich kann hier stehen und ich kann... Das ist krass. Ich kann hier in einem Auto stehen. Oh mein Gott, das ist insane. Ich kann hier einfach alles machen. Ich kann einen Spagat machen. Ich kann einfach alles hier machen. Diese Vieh, das ist so crazy gerade. Guckt euch das mal an. Hier ist einfach ein Licht. Das ist sehr groß, oder? Das ist sehr groß. Es sieht aus wie so ein cooles Auge, oder? Wow, was der alles hier hinten hat. Warte, was gibt's hier noch? Hier gibt's auch das hier. Oh, das ist zu schwer, ich kann es nicht tragen. Oh, das ist viel zu schwer. Das hier. Dann gibt's hier noch einen Kasten Trinken. Dann gibt's hier noch so einen coolen Kissen.
Ich zeige gerade. Hast du Roomtour? Dann gibt es hier noch ein Nackenkissen, der ein bisschen verschwitzt ist. Dann gibt es hier noch meine Mütze. Was gibt es hier noch? Ronnys Tasche. Hier gibt es noch eine Kamera. Moin. Guck mal, fühlt euch beobachtet, Chat. Hier gibt es noch eine Kamera. Und hier gibt es noch ein paar Jacken, ein paar Säcke. Ich glaube, das war's hier hinten. Und Klopapier. Sass. Ich lasse das Klopapier lieber da. Sass. Ich lasse das Klopapier lieber da. Auf dem Fahrersitz Klopapier. Crazy. Ganz wichtig. Was liegt unter den Sitzen? Gute Frage. Also hier liegen auf jeden Fall so Hausmatten überall auf dem Boden. Streamt ihr öfter hier aus dem Tourbus? Hier sind so ein paar Techniksachen, so Lichter. Oder ist das jetzt hier Highlight, dass er gerade hier draus streamt? Hier sind noch so Säcke voll. Ab und an, okay. Was ist bei dir so? Ist bei dir irgendwas? Desinfektion? Pfandflaschen. Ich will auch nicht jetzt hier durchsuchen, verstehst du? Nee. Hier ist... Oha, kann man das rausnehmen? Was denn? What the fuck? Was ist das? Hier, das musst du, glaube ich, hier drin haben. Also, das ist ja richtig mal los bei dir. Das ist krass, das ist mega cool. Das ist voll geil. Ronny, komm in der Mitte. Wir haben hier deine EG-Konformitätserklärung verloren. Ja, alles konform. Alles konformt hier. Okay. Was sagst du so? Ist geil, ne? Wertstoffhof? Ist eine mega Stimmung, oder? Das ist richtig cool, ja. Ey, also so ein paar Leute waren auch gut drauf. Eigentlich, ja. Und die haben sich überhaupt nicht beschwert, dass du gefilmt hast. Das hat mir sehr gut gefallen. Die, und die eine, die da hinten, die hat gelacht. Die hat gelacht. Lächerlich. Peinlich. Die dummen Idioten. Einfach peinlich, diese Leute. Ja, jetzt machen wir einen Wertstoffhof. Das ist der Bunker, kannst du noch mal ganz kurz sehen. Ich kann gleich noch rumfahren, von hier sieht man es krass. Also, da haben sie ein Musikgeschäft drin und all so ein Kram, irgendwie so Lehreinrichtung. Und oben drüber, dieses Grüne ist halt komplett neu. Das haben sie irgendwie gesagt, das wär geil. Und da drin ist auch ein Club, das ist übel und gefährlich. Das ist so ein ganz guter Club tatsächlich. Warst du da mal? Da war ich schon mal, ja, genau. Das macht auf jeden Fall Spaß. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal irgendwie Bock auf Konzerte habt. Hamburg-Klubben? Hamburg-Klubben geht. Ja, geht? Geht. Klar, also ich weiß nicht, natürlich, wenn du jetzt irgendwelche ganz dreckigen Berlin-Partys erwartest, dann wirst du vielleicht enttäuscht werden, aber doch, sonst geht das, na klar. Guck mal, die stehen auch, die haben auch einen langweiligen Job gerade, ne? Die stehen da einfach. Morgen Clubstream? Ja? Nein! Du, bei dir auf dem Kanal, Foxy, oder? Ja. Ja, wir machen es tatsächlich auch so, wir sind so... Wir waren hier noch. Danke. Der Blick. Ah. Schau ich das so? Ja. Ja. Teamarbeit. Oh, es ist ja danke. Ey, stark. Man hilft sich hier danke gegenseitig. Schön. Vorne. Grüße. Vielleicht da rein, von da. Sehr gut. Das ist sehr ja, gut, sehr aber gut. Wie auch hier alle stehen. Das ist schaff hier ich eng. Hier auch durch, was meinst du? Das ist eng hier. Ja, schaff ich, oder? Ja, schaffen wir. Schaffen wir. Okay, geil. Ey, ist auch frech, dass alle so große Autos hier haben müssen, ne? Ist scheiße. Ich wünsche dir schöne Tage, ja? Tschüssi. Ich auch. Ciao. Wie sind die gut? Korken! Es gibt sogar einen extra Mülleimer für Korken. Das ist wirklich unglaublich. Belastetes Altholz. Das tut mir auch leid, ey. Das ist einfach nicht mehr tragbar. Die hatten zu viel Stress. Ja. Zu viel Stress. Ich kann dein Haus nicht mehr tragen. Die rufen es an. Ey, Ronny, das Einzige, was ich jetzt noch anbieten kann, ist, weil jetzt haben wir ja quasi, also Autowaschanlage ist überfüllt, Wertstoffhof ist durch, was ich noch machen muss, ich muss noch zu meinem Studio. Habt ihr noch Bock mitzukommen? Ja! Ja. Okay. Habt ihr noch Bock? Kann ich einmal Schlagzeug spielen? Ja, musst du ja. Okay. Musst du ja, Ronny. Sorry. Ey, Chat, es ist ein wilder Stream, es tut mir aber nicht leid, weil es ist geil. Ich mag, dass es wild ist. Same! Oder? Same! Es ist doch geil. Auf einmal ist das Auto voll mit... Mit guten Leuten, mit guter Power. Power. Das habt ihr gerade gut gemacht, ey. Wertstoffhof habe ich selber auch mal ein bisschen Angst, sag ich ganz ehrlich. Danke, aber so als Team kann man eigentlich keine Angst haben. Ja, weil ich glaube, die rechnen immer drauf, wenn die sich jetzt prügeln, wer gewinnt. Und wir waren jetzt zu viert. Das war gut. Und wir hatten Zeus Spezial dabei. Zeus Spezial, ja. Die haben deine Mütze gesehen und haben gedacht, das ist ein richtiger Freak. Und deswegen haben die gesagt, nee, ey, komm, ja. Da können wir nichts machen, sind wir lieber nett. Wir hatten Angst. Hier ist immer auf dem Heiligen Geistfeld hier rechts, da hinter der Baustelle. Ja, genau. Da ist genau. Immer der Dom, also die Kirmes sozusagen. Aber die haben schon zugemacht. Die haben schon zugemacht, aber auf der ganzen Fläche. Und das Geile, oder nicht geil, aber der Funfact ist, die haben viermal im Jahr Kirmes und immer wenn es nicht ist, dann bauen sie dort Baustellen auf und suchen Bomben. Also Weltkriegsbomben. Und die finden auch immer noch welche. Also es ist komplett an dem Platz. An dem Platz, es ist komplett absurd. Also kein Bullshit. Also die machen quasi
viermal im Jahr reißen die den Boden. Kling, kling. Ja, korrekt. No Future 2077 GTX 100. Rasselbande nimmt jetzt erstes Album auf. Ja! Ein Song? Ein Song? Yay! So, was habt ihr eben mit Jared gehabt? Also, Blatt nee, okay. Jemand meinte, dass er da mal saß. Ja. Und, ja, weil ich wusste, dass ihr so Kumpel seid. Und so ja, das ist auch mein nächstes oder neuestes Projekt, was mich sehr glücklich macht tatsächlich. Und zwar, Jared macht so DJ-Auftritte, ja? Und wir wollen jetzt aber zusammen was machen, auch wieder ein bisschen Mucke. Jared macht irgendwie, spielt Bass und macht DJ-Shows und ich spiele dazu Schlagzeug live, ja, weißt du? Ja, das ist ziemlich cool. Und da haben wir eine sehr eingängige Website uns überlegt, weil die heißt eviljaredxkrogi.com. Sehr eingängig, ja. Merkt sich kein Schwein, aber ist egal. Wie wird Jared geschrieben? Jared. Mit J-A-R-E-D. Ja, genau. Super okay, easy. Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass irgendwo so ein Doppel-R oder so. Ja, das ist. Machen nur Idioten. Okay. Habe ich früher auch so geschrieben. Lebos. Popelalarm. Oh, Popelalarm. Bei mir auch? Wahrscheinlich. Danke, Leute. Nee, ich hab so einen Popel, der immer, kein Scherz, echt? Immer an der genau gleichen Stelle. Und dann schreiben die Leute rein, Popel, mach ich den kurz weg. Ey, und dann kommt er kein Scherz, der kommt in einer Stunde wieder. Fotografier den. Mach den ganz groß, mach ein Gesicht drauf, verkaufst als Merch. Das ist dein Maskottchen. Die Leute lieben das. Starke Idee. Captain Popel oder so, keine Ahnung. Ja. Das finden die Leute sympathisch. Damit können die sich auch identifizieren. Relate. So, ja. Das ist einfach zu produzieren. Na, absolut. Nee, und sonst Streams, ey, um das einmal kurz abzuhaken, weil natürlich hast du... Genau, was du in deinen Streams die, hast. Die kennen mich gar nicht. Also eigentlich bin ich bei Rocket Beans am Start und mach dort hier Game 2, wöchentliche Gaming News und mach da so ein paar... moderative Sachen. Und in meinem Stream sonst, genau, da zocke ich, da laufe ich ganz selten mal durch die Stadt, so wie du das eigentlich regelmäßig machst, aber das mache ich eher seltener. Und jeden Mittwoch spiele ich einmal Schlagzeug. Gestern war Dienstag, ich weiß, aber eigentlich jeden Mittwoch, genau. Also zocken und Drumming und ein bisschen rumlatschen. Also ich habe da keine klare Kante, ey. Leider nicht. Weil mir macht so viel Spaß. Mein Problem ist, mir macht so viel Spaß. Du kennst das laufen. Ich höre alle Leute, mit denen ich über dich gesprochen habe, ja. die sagen immer, ja, Krogi, der hat immer viel vor, der hat immer viel zu tun. Der hat immer wenig Zeit und viel zu tun. Immer viel vor. Ja, weil mir leider alles Spaß macht, ey. Es ist auch nicht gekünstelt, ich finde so viele Dinge einfach geil. Es ist jetzt auch geil, mit euch hier rumzufahren. Ja, das macht auch Spaß. Ey, ohne Scheiß, ich könnte... Autofahren ist eh geil, komm. Leck mich alle am Arsch. Ja, also ich muss sagen, in der Stadt so macht Autofahren für mich auch Spaß, aber so auf der Autobahn finde ich das so langweilig. Ja, okay, wenn du Zeit absitzt, ne? Ja, so. Es ist dieses so auf der Autobahn einfach so fahren und dann passiert gar nichts. Also mir macht das Spaß. Ja ihm macht Spaß. deswegen haben wir auf dem Motorrad ihn immer fahren lassen. Ja, hier fragen gerade auch ein paar Leute, mit wem ich unterwegs bin. Ja, kann ich mich mal vorstellen? Ja, mach das alles und selber. Und dann Zeus ja. Und dann Foxy. Ja, mach alles selber. Oder Foxy, willst du anfangen? Okay, hallo, ich bin Foxy. Was machst du in deinen Streams? Ich mache mainly IRL. Also. Ja, machen alles das Gleiche. Wir sind so langweilig, wir machen alles Gleiche. Hey, ist geil. So ein bisschen Kochen, Backen, Kosten. Aber jeder so auf seine eigene Art und Weise. Ja. Ja. Das ist cool eigentlich. Ja, wir sind so eine Gang, wir sind so eine Clique. Wir haben noch ein paar andere Leute in der Clique. Ein paar sind in Berlin, ein paar wohnen auch in Berlin. Einer ist da gerade zu Besuch. Und wir machen eigentlich alle IRL, alle immer draußen unterwegs. Ja, ich finde das Hammer. Das ist auch bei Twitch eigentlich total geil. So. Weil du bist genau das, was viele Leute, glaube ich, sehen wollen. Ich lese das ja auch. No, da muss ich heute nicht aus dem Haus. Ist ja geil, wenn du rausgehst und so. Weißt du, ey, wie viele Leute von deinem Chat liegt jetzt auf dem Sofa oder im Bettchen und denkt sich einfach... Ja, wie viele Leute? Ja, alle. Ja, lass alle. Ja, mal 7 in den Chat, wenn du gerade auf der Couch sitzt. Und lass Ronny doch rausgehen. Ist mir doch egal. Ich bleib liegen. Ich glaube, das ist wirklich so. Safe. Und das ist halt geil. Und da passieren halt Dinge. Wir fahren zum Bachelorhof. Wie real ist das bitte? Ja, ey, es ist wirklich cool, was man so draußen alles erleben kann. Und ich liebe es auch einfach so rumzulaufen, mit den Leuten zu reden und einfach zu gucken, was passiert. Ja, absolut. Was machst du in deinen Streams? Ich mache ja auch hauptsächlich IRL-Content, aber ich mache auch ganz gerne Challenges, Food-Challenges. Übrigens ganz viele 7 in den Chat, alles sitzen draußen. Bei uns ist die 7 so ein Ding. Die sitzen drin, meinst du? Weil alle sagen ja immer, 1 in den Chat, wenn ihr auch gerade Pommes esst. Ja, oder einen anderen Buchstaben. So, und du machst immer irgendeinen Buchstaben? Ja, mir ist das scheißegal. Und bei uns ist das die 7. Finde ich gut. Also bei euch ist das die 7. Ich muss auch was Festes haben. Die Leute wollen, glaube ich, Beständigkeit. Die kommen damit nicht klar, wenn du immer so sprunghaft bist. Oder, ja, wobei, wenn du immer irgendwas anderes machst, dann... Das ist ja auch eine Regelmäßigkeit, meinst du? Irgendwo dann auch, ja. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, Leute, hier bei Foxy, bei Zeus Spezial und bei Ronny. Bei mir im Chat kann man tatsächlich einfach Ausrufezeichen Zeus, Ausrufezeichen Foxy eingeben und dann kommt man zu deren Kanälen auch. Ja, mach das hier auch. Irgendjemand muss doch da sagen, mach doch mal was. Ey, ich kann das jetzt nicht mehr. Ja, was auch geht tatsächlich, was ich auch mal
machen können, ja. Vielleicht auch einmal für Krogi und für die anderen beiden auch, die, weil die, meine Leute kennen die eigentlich fast alle, ja, so. Ja. Deswegen sage ich jetzt nicht mehr so häufig, aber vielleicht könnt ihr einmal für Krogi, falls ein Moderator da ist, ich habe ein paar gesehen, /Shoutout. Ist neu, kennst du das? Das kenne ich nicht, was macht /Shoutout das? /Shoutout und dann ja? Den Kanalnamen. Was macht das? Dann können die Leute direkt in meinem Chat bei dir folgen. Ach, also, wirklich? Da kommt dann oben rechts so ein Herz, dann kannst du direkt rein. Ah, das ist ja, nur geil. Das heißt, die verlassen nicht deinen Raum, genau. Die bleiben da, was cool ist. Ja. Ah, das ist ja mega nett. Also /Shoutout Krogmann. /Shoutout Krogmann. Das ist dein Kanal. Sehr, sehr lieb. Ey, Ronny, wir müssen eh mehr Shit machen. Das ist einfach schön. Ich habe gerade gute Laune. Ja! Ich habe gerade richtig gute Laune. Wo seid ihr denn sonst immer unterwegs? Also habt ihr irgendwo eine feste Base oder seid ihr wirklich immer überall? Also Zeus und Foxy wohnen, okay, jetzt sage ich's, die haben sich richtig doll lieb und deswegen wohne ich zusammen in Düsseldorf. Ja, okay. Und ich wohne in der Nähe von Stuttgart, ja, in Baden-Württemberg. Nicht ganz um die Ecke, ne? Nicht ganz um die Ecke, aber ich bin gerne unterwegs. Also ich bin häufig so irgendwie in NRW, in Berlin und jetzt zum ersten Mal in Köln. Und mir gefällt das auch sehr gut hier. In Hamburg, ja. Du warst aber auch in Köln letztens, ne? Aber wir sind häufig in Köln unterwegs, muss man schon sagen. Ja, ich habe auch, gestern habe ich die ganze Zeit anstatt Hamburg-Berlin gesagt. Ja, aber ich verstehe es, weil du bist ein richtiger, wie nennt man, so ein Weltenhopper, weißt du? Ja, aber bisher nur in Deutschland fast. Ja. Wir haben einmal im Sommer... Shoutout, da. Hast du mir gemacht. Ganz genau das, Kisi. Claire, kannst du das machen? Claire, kannst du das schreiben? /, und dann Shoutout und dann Ronny Berger. Mach das mal bitte. Kuss. Jeder Ort in der Nähe ist Stuttgart? Was? Keine Ahnung. Egal. Ja, genauso, da wohne ich, aber da geht halt wirklich nicht so viel ab. So, mittlerweile bin ich so an dem Punkt, dass ich so, wenn ich allein zu Hause bin, so die kleinen Orte in der Umgebung einfach abklapper. So, in jedem 10.000 Einwohnerort bin ich da und guck, was da geht. Und irgendwie geht immer irgendwo was. Das ist natürlich lustig. Das ist ja eh geil. Die kleinen Dörfer sind Hammer. Ja, mega. Liebe ich auch. Und, das ist halt so ein bisschen so mein Problem. Ich bin so ein bisschen weiter weg. Aber ich bin auch gerne unterwegs. Ich komme auch gerne woran. Das heißt, wenn du sagst, ey, Alter, hier im Februar, das ist so geil, und du sagst, komm rum, und dann komme ich rum. Einfach. Ey, das machen wir. Das machen wir wirklich. Und Ronny, wir müssen eine Sache machen, die für dich eigentlich komplett perfekt ist. Und das kann man vielleicht auch schon ein bisschen wegnehmen, weil wir haben ja schon mal kommuniziert, wir beide, nach der Gamescom. Ja. Mit Papfi, mit unserem Buddy. Und das muss passieren. Unserem Bro. Ja, können wir das... Unserem Brie. Können wir da... Ja, mega Brie. Können wir da ins Detail gehen? Oder? Ja, machen wir, 100%. Ja, machen wir. Ich habe ihn ja auch eigentlich gefragt, ob er jetzt auch mitkommen will. Ja. Aber ging nicht. Der ist ja auch immer busy bei sich in Berlin. Ja, weil wir gesagt haben, wir wollen geocachen. Ja, das haben wir überlegt. Zusammen geocachen. Das glaube ich, ist das geil oder was? Ja, das ist mega... Da müsst ihr Foxy fragen. Die machen das jede Woche gefühlt. Wirklich? Ja, dann komm mit. Machst du das echt? Ja. Komm mit. Wieso wusste ich das nicht? Ja, unterhaltet euch gar nicht, ne? Nee, wir streamen nur. Ja. Ihr kennt euch gar nicht richtig. Ja. Also, ganz viel Geocaching, wirklich. Ich mache das super gerne. Ganz, ganz oft. Da gibt es auch diese Apps und so überall. Ja, das finde ich ganz cool. Also, ich mache geil. Pro. Ja, macht. Also, trotzdem, dann machen wir es aber jetzt zu viert. Ja! Ja? Dann bringst du jetzt einfach alle mit. Ronny, mehr Leute schaden nicht. Immer gut. Ja. Merkt ihr das? Das ist eh immer das Geile. Leute dabei haben, es ist immer cool. Merkt ihr diesen Einspruch? 5 sind geladen, 10 sind gekommen. Gieß Wasser zur Suppe. Heißt alle willkommen, Chat. So ist es. Einfach nice drauf rein. 5 sind geladen, 10 sind gekommen. Ich fange mal an. Ja, bitte. Okay. Komm nochmal rein. Und bitte. Ja. 5 sind geladen, 10 sind gekommen. Gieß Wasser zur Suppe. Alle sind willkommen. Alle sind willkommen. Heißt alle willkommen. Heißt alle. Okay, nochmal. Einmal noch. Komm nochmal rein. Und Action. 5 sind geladen. 10 sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen. Ronny, das ist es, geil. Yeah. Ja. Hamburg, Digga. Ich bin guter schon Spruch, wirklich gekommen. Stark. Ja, der Spruch gefällt mir. Ja. Ja, manchmal muss ich auch sagen, aber für den Stream sind so sehr viele Leute dann auch wieder ein bisschen viel. Ja, wenn man nur eine Kamera hat, wo halt so, ja, maximal ich zwei Leute. Ich gehe gleich raus, ihr könnt das auch gleich behalten. Ist kein Problem, Ronny. Ich hab's verstanden. Aber ich fühle den Spruch trotzdem. Immer Leute um sich zu haben, ist immer cool. Nee, ey, ich verstehe, was du meinst. Für einen Stream natürlich ist es schwierig. Allein, dass wir jetzt hier gerade zwei Streams offen haben, ist natürlich komplett bescheuert. Aber, egal, ist geil. Aber ich meine, dafür, dass wir gar nichts voneinander wussten, jetzt im Auto sind, ist doch alles und geil. Und uns völlig zufällig oder? Einfach da an der Alster getroffen haben. Du wolltest dir das Eis angucken, wir waren am Frühstück und auch paff, auf einmal waren wir am Rechenort. Dieses Eis, wirklich lächerlich. Du warst peinlich vom Eis. Wie schlecht, wirklich absolut peinlich. Du warst im Halteverbot und
hast du gedacht, du gehst einfach mal das Eis angucken. Ne, der Chat hat halt gesagt, ey, da ist doch die Alster, geh mal raus. Und dann habe ich gesagt, geh ich mal raus halt. Der Chat ist da. Wow. Bin ich so eine, da bin ich so eine kleine. Sie haben uns verbunden. Der Chat, dankeschön. Ich so eine kleine Bitch bin ich da. Wenn ich sage, geh raus, dann mache ich das. Also, ja, aber sind wir nicht alle so? Jemand sagt, ich spende dir 1 Euro, wenn du einen Liegestütz machst. Und ich hab's ohne Geld gemacht. Das ist eine dumme Bitch, oder? Das ist echt dumm. Also wirklich, keine Bitch mit Businessverständnis. Nee, wirklich absolut gar nicht bei mir. Da hast du überhaupt gar kein Verständnis für. Wir fahren jetzt übrigens nach Wandsbek, falls dich das interessiert. Hier gibt's Baustellen, aber trotzdem auch, ja, ist nicht ganz so schön. Aber vielleicht guckt jemand aus Wandsbek zu, deswegen lass uns sagen, ist ganz geil auch. Ich war früher mit meinen Eltern ab und zu in Hamburg tatsächlich. Also ich bin schon ein paar Mal hier gewesen. Ja. Und da sind wir immer U-Bahn gefahren und ich erinnere mich, ich habe das so wie als, das ist in meinem Kopf eingebrannt. Dieses nächste Halt, Wandsbek Markt. Ah ja, okay, stimmt. In der U-Bahn. Und ja. Ich weiß doch genau, wie das aussieht. Die haben da überall diese kleinen Fernseher. Und dann haben meine Schwester und ich uns immer vor diese kleinen Fernseher gesessen. Kleine Fernseher. Wo so steht, wo der nächste Halt ist und wo die Werbung läuft. Und dann haben wir uns immer die Werbung angeguckt, weil wir so bildschirmsüchtig waren. Suchtig. Ja. Ja, bist du ja immer noch. Ja. Ja, aber ich muss mich zügeln. Also ich versuche jetzt auf der anderen Seite vom Bildschirm zu sein. Weil wenn ich so immer so viel gucke und sowas, dann werde ich es träge. Aber du willst sein wie die Vogelspinne, schnell. Genau, schnell und macherhaft. Macherhaft. Ja, ist gut. Merkt euch das bitte. Kieler Straßengangs ist bei YouTube sehr alt. Die Vogelspinne. Oder Kieler Straßenbande. Kieler Straßengangs, glaube ich. Die Vogelspinne. Schaut auch dahin. Kennen die das, Leute? Es ist sehr alt. Es ist wirklich ein sehr altes. Es sind auch viele alte Leute da, die kennen das bestimmt. Es ist sehr alt. Die kennen diese ganzen komischen Sachen im Internet. Aber das wäre was für dich. Ja? Ja, so sein wie die Vogelspinne. Okay, ich kopiere das mal. Ich guck mir das an und kopiere das dann. Guck dir das an. Chat. Klar, hier. Paul Bratan schreibt, klar kenne ich das. Legendenbande. Ja, ja, ist echt. Kult. Ja, ist echt so. Arschnell. Aus den 80ern. Herr Fugbaum. Herr Fugbaum. Ja, genau, Herr Fugbaum ist es. Okay, ich kopiere das an. Guck dir das an. Die hat eine Vogelspinne und der philosophiert darüber, warum die so geil ist halt. Weißt du? Und wie er da bringt er Parallelen in sein Leben, wenn er träge ist, dann hat die Vogelspinne gegessen, aber wenn sie hungrig ist, dann ist sie schnell, weißt du? Das ist das, wenn sie hungrig ist, ist sie schnell, wenn sie gegessen hat, dann ist sie träge. Ja, genau. Ja, deswegen darf man immer nicht zu viel essen. Nee, es sei denn griechisches Frühstück. Ja, griechisches Frühstück. Salakis. Ihr seid aber auch so geil, ey, das ist einfach so richtig mit deiner Gurke, ey, griechisches Frühstück. Alter, es ist... Okay. Ich hab ein bisschen weggeschossen, muss schon sagen. Vogelspinnen, womit denn weggeschossen? Jetzt bin ich träge. Ach so. Weil ich jetzt gegessen habe. Wie eine Vogelspinne. Ich dachte jetzt. Eine halbe Gurke, ne? Ich dachte, jetzt sagst du mir sowas wie Wodka-Gurke oder sowas. Okay. So, sowas komplett absurd. Ja, und jetzt so offenbaren wir so unsere andere Seite. Nein, nein, ich lebe nach KMDD. Ja, was ist das? Keine Macht den Drogen. Ah, das ist schön. Das also, ist schön. Das ist gut. Ich sage immer, ich verneine jetzt nicht die Drogen. So, ich meine jetzt. Aber Macht sollen sie nicht haben. Genau, solange du die Macht über die Drogen hast, ist es okay. Kannst du mir einmal die Flasche Gin geben, die da. Das ist das Gin oder in der Kiste. Die wollte ich Ronny jetzt eben schenken für abends. Danke. Ja. Manche können halt mehr. Ja. Und die Macht behalten manche weniger. Kennst du da Gin? Kannst du Johnny, warum sagst du Johnny Berger? Bitte Johnny Berger. Ja, Johnny Berger. Aber Johnny Berger ist ein richtig geiler Name. Ronny, das ist jetzt deiner. London Dry. Ist für heute Abend. Ist deiner. Du schenkst uns das wirklich? Ja, ist für euch für heute Abend. Ja. Lagerfeuer! Ja. Was soll ich damit? Ihr seid doch drei, ich bin alleine. Ihr braucht es mehr. Okay, dann sage ich einfach mal Dankeschön. Ja, gerne. Hier gibt es immer Geschenke. Ja. Wer in Hamburg ist und zufällig mich trifft, da gibt es Geschenke. Ist normal, Ronny. Aber ich muss schon sagen, die Hamburger, die ich bis jetzt kennengelernt habe hier, die sind alle so mega nett. Nett. Irgendwie, alle sind nett. Ja, das ist auch ein Ding, was uns so zwischen Berlin und Hamburg aufgefallen ist. Wir haben so ein Gefühl, die Hamburger sind ein bisschen netter als sie. Ja, weil die nicht die ganze Zeit kämpfen müssen, weil es so stinkt. Die haben halt so eine Grundgenervtheit, weil die haben immer Schwierigkeiten mit dem Gestank. Es ergibt Sinn. Ja, finde ich auch. Ey, Berlin, ich will es nicht so schlecht machen. Es ist eine schöne Stadt. Ey, wirklich, alles cool. Aber geht auch viel ab. Geht auch Alter, da denkt doch jeder, gleich kommt Til Schweiger um die Ecke und filmt mich. Also jeder lebt doch in einem Film da. Wirklich. Ja. Bisschen. Und? Aber ich meine, da fühle ich mich auch wohl dran. Ich bin ja auch so einer. Du bist im Tatort, oder was? Das sehe ich nicht. Kapitän Ronny ist im Tatort. Kapitän von Le Boat. Nee, du gehörst doch vor die Kamera.
Ich habe dich ja schon vor der Gamescom, da kann ich dich ja einfach nur von Twitter, weil du einfach wie so ein, weiß nicht, wie so ein Virus, Ronny, hast du einfach, überall warst du. Unter jedem Account war Ronny Berger. Und so musst du es machen, ey, einfach geil. Aber immer sympathisch. Twitter, weißt du. Ja, nicht nervig, du warst einfach immer da. Und da wusste ich schon, ey, da, du, das ist Ronny. Ja. Da wusste ich. Ich habe ein paar Kumpels, die ich jetzt auch so über das Internet kennengelernt habe, die dachten, das ist so, als sie mich so auf Twitter entdeckt haben, ja, das ist so ein Fake-Account, irgendwie so ein Troll-Account, so ein Comedy-Account, so. Dieses Bild ist irgendwie so KI oder so. Okay. Das ist kein echtes Bild, so. Das ist auch aus irgendeiner Kinderschokolade. Ist schon beleidigend oder sowas. Dir gegenüber, ne? Und das ist dann halt irgendwie so einer, der immer nur so Gags macht, so, ja. Das ist beleidigend. Aber einfach, ich nee, tut mir leid, da kann ich nicht drüber lachen, da muss ich ernst bleiben. Das ist sehr beleidigend dir gegenüber. Wirklich. Pummelfee übrigens, danke für den Sub bei Krogi, ne? Pummelfee, yeah, danke schön. Sehr nice. Das finde ich auch gut. Du machst da echt einen Mega-Job auf zwei Streams verlaufen. Ja, ich sehe das ja immer hier, das ploppt immer so auf. Johnny, zwei Streams. Wurdest du schon mal Johnny genannt? Johnny, zwei Streams. So richtig real? Wurdest du schon mal von jemandem richtig real Johnny genannt, weil er es nicht gemerkt hat, dass du Ronny heißt? Nee, das gibt's nicht. Das passiert nicht. Mach nur so. Also mittlerweile kennen mich auch die Leute. Ja, die. Nein, ich meine jetzt nicht im Spaß. Ich meine, Alter, ist es. Ich hab. Hey, Bro! Alter, ich hab grün. Hast du das gesehen? Sie ist einfach bei Rot einfach so. Sie denkt so, ich geh jetzt hier einfach rüber. Ja, sie hat doch gesehen. Was? Ey, wirklich. Da habe ich kein Verständnis für. Es tut mir leid. Ey, bitte, Leute, das Leben ist nicht so scheiße. Guckt einmal, ob da Autos kommen. Wirklich. Es ist nicht so viel. Das Leben ist nicht so scheiße. Guckt einmal, ob da Autos kommen. Die Autos. Es ist das Mindset. Ey, wirklich. Die Autofahrer wollen das doch auch nicht. Ja, meine Freundin nennt mich Johnny Ravioli. Weil du so gerne Pommes isst, oder? Ganz genau. Ja. Pommes sind auch geil. Was kann man noch aus Kartoffeln machen, Ronny, was du gerne magst? Also man kann vieles machen. Man kann sie essen kalt, man kann sie essen warm. Aber weißt du, welche? Die Pommes ist ein Ganztag. Nee, warte, was? Kartoffeln. Man kann so Bratkartoffeln. Folien. Wo? Man kann Lagerfeuerkartoffeln machen, also in Alu einpacken. Püree ist sehr stark. Ich mach sehr gerne Püree. Komm, gefährlich. Oh, Püree ist geil. Und Bro! Der hat auch telefoniert, hast du gesehen? Der hat mir! Hallo! Und geraucht! Und geraucht! Telefoniert und geraucht, ey, was ist da los? Und da kommt die Polizei aber direkt vor ihm schon, weißt du? Das ist hier, GTA! GTA Hamburg ist das! Ist ab schlimm. Ins RP! Ich muss doch mal kurz sagen, ey, fahrt vorsichtig Auto, ja? Streamt nicht und fahrt Auto, das ist wirklich keine gute Idee. Wirklich. Aber hier ist alles safe. Hier ist auch alles Twitch schon gefahren, okay? Band uns nicht, für wenn du es siehst. Holy shit, die schreibt schon die Leute. Holy shit. Ja, ist wirklich wahr. Aber ist egal. So, was steht bei euch auf dem Plan noch heute und morgens? Also wir wollen heute auf jeden Fall bei mir im Stream noch zum Treppenviertel einmal Treppen steigen. Ich wollte... Hallo, du lachst so, als wäre das so ultralarm. Nee, sag mal. Das ist richtig geil. Jedes Mal, wenn ich das so anspreche, ist es so... Ja, es ist obergeil. Ja. Wir sind die Idee. Ja, ihr seid zu Gast. Es ist hammergeil. Treppensteigen ist du musst. Das Mindset ist, wo wir hingehen, da ist Action. Ey, so also ist es ja auch. Ich hab's nie angezweifelt, Ronny. Niemals würde ich das anzweifeln. So, was machen die? Gucken die deinen Stream? Leute, nicht telefonieren, nicht am Handy sein beim Autofahren. Die haben deinen Stream geguckt. Ich bin davon überzeugt. Nee, ist ja dann, immer so. Was machen wir dann? Also, ich habe überlegt, also wenn wir dann noch Zeit haben, ob wir dann noch meine Haare schneiden gehen. Ja. Die sind zu lang, die gehen mir mittlerweile in die Augen rein. Willst du auch in Hamburg vor Weihnachten kurz einmal schön aussehen? Ja. Ja, verstehe ich. Hast du einen Termin? Nee. Alles machen spontan. So alles spontan, so läuft das. Geht ihr, ja, dann geht doch auf die Schanze, da gibt es ein paar Friseure. Ja. Schanze. Holst du so einen freshen Schanzenschnitt. So. Ja. So ein Sidecut würde ich bei dir gerne. Ich will so ein richtig geiles Fischbrötchen essen. Hast du da irgendwelche Läden, wo man hingehen kann? Ja, Landungsbrücken, selbstverständlich. Wart ihr da schon? Wir waren da, als die Ruhetag hatten. Also war eine tote Hose. Wir sind dahin, Montagabend, wir sind so dahin und alle Läden haben einfach zu. Wirklich? Ja. Alles war zu und wir sind so, was ist ja gar nichts einfach. Wir hatten trotzdem unseren Spaß, wir sind dann auf die Elbphilharmonie und wurden fast rausgeschmissen, weil wir keine Drehgenehmigung hatten. Ach, die haben das ernst genommen, ja? Die nehmen das da ernst? Ja, ich sag mal, ich hab da ein paar lila Scheine rüber geschoben und dann... Nena, einfach Monopoly-Geld, ja? Kennen Sie mich? Ja, der hat das nicht gecheckt. Das ist mein Onkel, der da abgedruckt ist bei Monopoly. Dem gehört so, die ich gebe dir das einfach mal als Fun-Tier, ne? Nee, was hast du gemacht, dass die dich da rausschmeißen wollen? Einfach nur, weil du gefilmt hast. Ja. Wirklich, ja, nichts Wildes. Aber ich kenne ja die Sicherheitsleute so. Ich verstehe mich. Ich weiß, wie man mit denen sprechen muss. Ja, dann gehen wir. Hast du das gesagt? Dann gehen wir einfach. Nö, wir sind noch einmal da rumgelaufen. Aber ja. Ich musste das Stream in der Zeit ausmachen. Ich sag nicht, was passiert ist in der Zeit. Ah ja, okay. Ja, gut, ist egal. Ich meine, auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn die Angst haben, dass da Leute in ihrer Freiheit beraubt werden.
Muss man irgendwie akzeptieren. Ja, ist so, ist so. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen. Ey, darf man jetzt mal ganz auch. Draufhalten, immer draufhalten. Ey, exakt, immer draufhalten. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn Leute sagen, ey, mich nervt das gerade. Ich bin hier privat, hau ab zu filmen. So muss man auch akzeptieren. Ja, ist so. Also. Nee, for real. Also da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Also ich bin nicht so, dass ich unbedingt immer bei jedem frage, dürfen wir dich filmen? Weil dann werden die immer so direkt so ein bisschen so. Ja, ja, klar. So, aber so ist man, ich habe das Gefühl, man merkt das immer direkt, wenn die Bock haben oder wenn die nicht Bock voll haben. So, wenn die sehen, die Kamera redet mit einem und dann macht man kurz so ganz langsam. Ja, voll. Und dann läuft das schon. Ich glaube, die können sich auch nicht vorstellen, was hinter deiner Kamera abgeht. Ja, ich glaube, die wissen gar nicht, was da passiert. Ey, ich glaube, diese, warte mal, ist das, ah nee, das ist nicht die. Ich habe letztens, wir haben einmal so ein Format gemacht am PC. So ganz ab und zu habe ich mal am PC gesehen. Die Runde ist so braun, bedeckt den ganzen Baum. Die Wurzeln gehen so tief, ich hab alle Bäume lieb. Ich lad dich ein zu mir, fühlst du dich nicht auch? Schakascha, schakascha. Danke für die 5 Gifted Subs von Pummelfee bei mir im Chat und bei Krone. Alter, mega, Ehre. Vielen Dank. Grüße. Ey, Ronny, du musst mir diese App klar machen, ne? Ich brauche das. Ich erkläre dir das. Ich schicke dir alles, was du brauchst. Ich brauche das. Wir sind dir gut. Wir müssen zusammenhalten. Also das Setup ist bei mir so, ich habe jetzt ganz neu seit ein paar Streams, habe ich so einen Server bei mir, bei meinem PC laufen. Alter, was geht? Und schicke dann halt das Videosignal dahin. Das heißt, deswegen konnte ich auch in der Elfina laminieren, als der Security-Mann kam, kurz Stream ausmachen, weil wenn ich Stream ausmache, dann kommt so ein Be Right Back. Oh. Ja, ist gut. Ich musste zuhören. Kommt so ein Be Right Back Stream. Ja. Und der ist nicht komplett abgebrochen. Genau, der bricht nicht ab, weil der läuft über den PC. Geil, okay. Und nur das Kamerasignal ist weg und dann switcht er automatisch die Szene. Und dann habe ich halt kurz mit dem Mann geredet, mit meinem Abi, und dann haben wir das geklärt und dann habe ich wieder auf Stream angedrückt und dann switcht er automatisch zurück in die Live-Szene. Okay, mega geil. Ja, ey, brauche ich alles. Ich schicke dir das alles, das ist so. Nee, also ich fand es nicht so leicht, ich habe halt mir da helfen lassen. Glaube ich, ja. Und aber ich schicke dir alles, alle Begriffe. Du kannst es selber googeln. Und dann, ey, du kennst doch bestimmt auch so Technik, ne? Ja, klar. Wie die alle heißen. Die haben so komischen Namen, Neo und wie die alle. Weißt du, so klar, Mann. Ich kenne die alle. Und die kriegen das alle so hin. Und da gibt es bestimmt schon so auch. Du kennst bestimmt 5 Leute, die jetzt auch schon mal gemacht haben. Ja, safe. Hashmaster 5000 und so. Die kenne ich alle. Genau. Ja. Ansonsten, die zwei aus deinem Stream, Ronny, die Bock haben, mir das zu erklären. Die sollen gerne rüberkommen. Ist so, schreib die mal eine DM auf Discord. Ja, oder hier Twitch oder wie das heißt. Ja, aber da geht das doch verloren so. Ja, ich lese. Ach so, eine DM auf Twitch. Ja, ich habe doch einen kleinen DM, ja. Ich habe doch einen kleinen Stream. Wie beschreiben wir Nachrichten? Was glaubst du? 2 Leute in der Woche oder so. Ja. Easy peasy. Ja. Da kann mich, wir sind noch real. Wir sind da nicht so abgehoben. Okay. Nicht so wie du. Nicht so wie du, Mann. Wer ist wir jetzt? Ja. Guck mal, da steht schon wieder die Polizei. Die sind überall hier in Hamburg, oder? Was haben die vor? Ich, meine erste Experience in Hamburg dieses Jahr war, ich kam an und dann sitze ich am S-Bahnhof und dann heißt es, okay, ich hab vergessen, was ich da wollte. Ja, du hast Polizei, S-Bahn. Ach so, genau, ich kam so an und das erste, was kam, war, you can speak with us, but with your mouth, not with your hands. Und dann so 5 Security-Leute, die so einen Typen so zu Boden drücken. What? Das war so meine erste Erfahrung. Wirklich? Ja. Ist unangenehm. Ist unangenehm. Aber ich glaube dir alles. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich glaube dir sicher gefühlt. Na klar. Waffen geben Sicherheit, Ronny. Das wissen alle. Ja, die 5 Kalaschnikows unter meiner Jacke. Hasse ich hier ein? Was meinst du? Ja, ne? Machen wir einfach. Aber was war das andere? Da waren noch 2 Sachen. Was hat nicht? Mit Polizei oder was? Das war doch nicht noch was anderes irgendwie. Der Reeperbahn gestern. Da war ganz viel Polizei. Da war auch für jemanden viel Polizei. Da ist aber immer viel Polizei. Und da brauchst du die tatsächlich auch. Muss man schon sagen. Ich glaube, ohne Polizei wird da sehr viel abgehen. Da haben sich so ein paar Obdachlose über irgendwie so wegen Pfand, glaube ich, so gestritten. Das ist immer banal, ohne Witz. Tut alles leid, nicht lächerlich machen, aber es ist immer banal. Es ist immer banal. Aber es ist ja, kommt ja auch nicht drauf, wer es ist. So. Ja, und dann genau. Die Besoffenen prügeln sich wegen gar nichts. So. Exakt. Ja, du hast vollkommen recht. Und dann kam aber direkt, die Polizei war direkt da. Von der David-Wache. Sie kamen und die waren direkt da und die haben uns so sicher gefühlt. Chat, kommt ihr jetzt auch mit, oder was? Ja, nehmen wir alle mit. Ich nehme alle mit. Ihr kommt alle mit? Klar, alle mit. Ja, sonst weiß man nicht, was abgeht. Ja, los geht's. Ja, kannst du hier lassen. Unangenehm. Unangenehm, aber geil. Unangenehm und geil zugleich. Ja. So, wo ist Foxy?
Die Habt ihr Foxy vergessen? Ich wusste nicht, wie ich das aufmache. Oh Gott, voll gefangen. Ja, wir waren dann 2 Stunden weg. Ja. So, jetzt hier Treppe hoch. Oh, Knirps-Abi. Treppe hoch. Ey, du hast, hier, er hat einfach eine geile Mütze auf. Was geht? Weil, ich hab sie ja immer noch auf. Ja, klar. Ja. Weil du Le Boat-Ronny bist. Ronny Le Boat. Hey, was ist das bitte für ein kranker Vormittag? Ja, was ist, ja, geil, was ist, das passt auch alles gut von der Zeit. Das passt alles sehr gut. Ja? Ja, wirklich. Wir gehen jetzt einmal rein, trommeln ein bisschen und dann schmeiß ich euch irgendwo raus. Ja, machen wir so. Dann müsst ihr alleine klarkommen in der großen Welt. Ist so. Ja, es ist auch wichtig, man muss auch den jungen Leuten, das finde ich, man darf denen nicht alles an die Hand nehmen. Nee, darfst du nicht. Man muss sie auch einfach mal Hallo. Sagen, komm. Nicht alles, nicht alles an die Hand. So, Aufzug. Okay, mal sehen, wie das Internet im Bus ist. Ja, wird gehen. Du hast ja Be Right Back-Funktion. Ist so. Ja, heute Server. Aber ist gut, ich hab guten Empfang. Ja, ich auch. Hier, hoch jetzt. Hoch jetzt. Hoch jetzt. Geil! Ja. Schlagzeug spielen. Schlagzeug spielen. Der Typ guckt schon, was ist da los? Was ist mit denen? Ach so, du stehst in der Lichtschranke. Ach so. Jetzt geht's. Weil, oh. Ja. Geil. Ja, ist ein Real. And now the show begins. Aber yeah. Yeah. Wo ist denn mein Chat eigentlich? Warum habe ich den hier weggemacht? Hier, Show-Chat. Show-Chat. Da, hab ich ja weggemacht. Du kannst so machen. Ja? Oh, krass. Hä, boah, weißt du was? Ich bin jung. Ja? Und ich hab so Intuition. So, ich kann so. Ich bin auch nicht so alt! Intuition, ja, wusste ich. Ich sehe das so, ich sehe die Sachen einfach. Ja, gut, hier schreibt auch keiner. Ist egal. So, also hierzu. Also ich finde auch immer, es kommt nicht drauf an, wann du so geboren bist, sondern wie alt du dich so fühlst. Ich fühle mich wie 14. Ja, dann bist du 14. Ohne Witz, ich fühle mich manchmal sehr unangenehm, sehr jung. Ich hab wirklich gar kein Cringe-Empfinden. Finde ich aber gut. Also ich wirklich. Find das besser so als das Gegenteil. Ja, das stimmt. Sich sehr alt fühlen, ne? Lass uns nicht über Versicherungen reden, Ronny. Lass uns nicht über Geldanlagen und Versicherungen reden. Das können andere Leute machen. So, jetzt sind wir hier im Lager. Hallo! Ja, Lager von Christoph. Okay. Hallo Christoph. Christoph, du bist gerade im Internet. Hey. Ich habe gerade die Leute hier zufällig in Hamburg getroffen, Alter. So. Ja, das hier Ronny Berger. Hier Zeus Spezial und Foxy. Hallo Foxy. Was geht? Ja, was geht bei was geht hier? Ey, so einfach so. Was ist das? Hi, fein. Ja. Cool, dass ihr da seid, Alter. Ja, normal. Wir wollten hier einfach mal ein bisschen Schlagzeug spielen heute. Ja. Ja, Ronny hat richtig Bock. Nice. Guck mal, der sieht aus wie ein Drummer. Ja, wirklich super, ey. Sieht alle super aus. Oder was machst du hier? Ich mache alles, was hier so rumliegt. Klamotten mache ich. Ach so, du sitzt den ganzen Tag hier im Lager alleine und machst Klamotten. Mach Klamotten, verschicke Klamotten, bewerbe Klamotten. Machst du echt alles allein? Ja. Oh, ja. Cool. Ja. Ist das deine Marke? Ja, das ist meine Marke. Halt. Oha. Cool. Ja. Ja. Grüße gehen raus. Mann, ihr seid cool, Alter. Ich brauche mal einen Pullover hier, ey. Ja. Der braucht einen, der hat sonst nichts. Der lebt auf der Straße. Der lebt auf der Straße, der Mann, ohne Witz. Ey, kommt erstmal rein, Krone, zeigt euch das alles. Soll ich einen Kaffee aufsetzen oder was? Nee. Ich trinke keinen Kaffee. Nee, okay. Aber was trinkst Wasser? Du? Tee. Wasser trinke ich. Wasser. Richtig geil. Hast du Wasser? Wasser? Christoph ist eine gute Seele hier, ne? Merkt ihr das? Er kennt uns nicht. Ja. Keine Ahnung, soll ich einen Kaffee aufsetzen? Ja, das ist Classic Freunde Christoph. Freunde von Krogi sind meine Freunde. Ja, normal, das ist Hamburg, Leute. Kommt, ist die gute Mädchen. Ja, ohne Witz. Wenn ihr hier reinkommt, Leute, dann seid ihr geil. Kogi ist auch ein echter Ehrenmann. Ja, Alter, ey. Ich will dich nur drücken den ganzen Tag, Mann. Und ich bin so, dir gut. Kommt ihr mit? Ich hab mir eine. Ja, wir gucken. Pass auf. Ist das hier das Arion-Mörschlager oder was? Oh. Auch, Mann. Auch? Ja. Was gibt's denn hier? Weil, ey, pass auf, weil Christoph war so nett, hat gesagt, ey, Krogmann, bau dir hier eine Kabine rein. Ich hab mir eine Kabine Wo sind wir denn auf einmal gelandet? Ja, ich hab mir eine Kabine reingebaut, Alter. Ohne, warte, ich mach Licht an, bisschen Licht. Aber wie ist das mit dem Internet, wenn wir jetzt hier reingehen? Ja, geht. Gestern hier gestreamt? Ja, hier, hier trommel ich. Das ist mein What the hell? Das ist mein Stuhl. Ich mach Licht, kommt rein. Ich mach Licht an. Was ist denn hier los? Was? Ja. Auf einmal, wir waren gerade noch im Klamottenlager und auf einmal. Oh. Ja, normal. Du musst real sein, ey, immer machen, wie du sagst, einfach machen, scheißegal. Wenn Leute sagen, das geht nicht, dann musst du es erst recht machen. Ist echt so, ohne Witz. Wie geil. Nee, du kannst nicht im Lager einen Raum haben. Fick dich, wir machen jetzt hier einen Streaming-Raum. Ohne Witz, ihr müsst real bleiben. Ich mach dir... komm. Die Wurzeln gehen so tief
Ich hab alle Bäume lieb. Geil. No Future. Vielen Dank für die 55 Subs. Ich mach ein bisschen Licht da. Warte, was machen wir hier? Das ist tatsächlich mein Song, der da lief gerade. Wie, hast du gesungen oder was? Ich hab einen Song auf Spotify und auf YouTube und überall. Shaka Sha heißt der. Nein, wirklich? Ja, das ist wow, wow. Wow, 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 wow. Wir machen es ein bisschen Arbeitslicht, ne? Ein bisschen heller. Einfach nur weiß, komm. Wie heißt du denn als Interpret? Ronny Berger oder was? Ja, wenn du Ronny Berger suchst, dann findest du mich. Wow. Ey, ich such dich morgen. Geil. Ich such dich direkt morgen. Das Erste, was ich morgen tun werde. Heute schaffe ich es. Du stehst auf. Und dann Ronny Berger. Ja, wie lange hast du. Wie alt ist der? Ein bisschen sehr hell, ne? Der Song? Ja. Ich weiß nicht. So wie vielleicht. Alt ist der? 1,5 Jahre? 2 Jahre? Ein Jahr. Ein Jahr? Eins bis eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Das ist ja. Heftig. Der ist mega geil. Mega geil. Wie findet ihr den Raum? Der ist mega geil. Super geil. Und ja. Größer muss er auch nicht sein. Nee, voll nicht. Ich habe ja auch nicht viel. Vier Gäste. Also ein, zwei Personen ist easy, ne? Also jetzt kannst du ja für alle den Stuhl. Wir machen gleich zu, weil du musst Schlagzeug spielen. Wir machen dir aber noch ein geiles Bild hinten drauf. Was willst du hinten drauf haben? Irgendwie, das ist so YouTube. Ich mach dir irgendwas an, dass es geil aussieht. Bist du Fan von irgendjemandem? Oder willst du Lagerfeuer haben oder Aquarium? Oder weiß nicht, paarende Lamas oder was soll da hinten drauf, ey? Ist da eine Familie? Guck mal bitte. Zeus Spezial. Ich möchte dich im vollen Namen aussprechen. Ja, das gefällt mir besser. Zeus Spezial. Ja, mach an jetzt. Ich mach den neuen Papa-Platte-Vlog drauf. Oh, das ist gut. Das höre ich auch immer. Ja. Der Guardians in the Galaxy. Ja, genau. Ja, genau. Ja, hallo. Siehst du, Zeus Spezial. Ja, ja. Ja, ja. Ich frag mich, wie er das findet, weil er, wenn er Musik hört, dann geht er auf YouTube und sucht aber auf YouTube. Er gibt Musik ein. Ja, manchmal. Und dann hört er das, was da kommt. Das ist so das, was da kommt. Okay, das ist richtig geil. Er ist richtig alt. Ich hab. Er ist eigentlich ist er 25, aber er fühlt sich wie 40. Ich hab Bock auf Musik. Mal gucken, was da kommt. Was mir der Algorithmus vorschlägt. Ja, mach was an hier, komm. Willst du jetzt Papa Platte machen? Ja, komm. Okay, mach an. Mach an, ich hol mal hier meine Kamera. Okay, Ronny, wenn du gleich spielst, dann filme ich die Scheiße, ne? So richtig. Ja. High Quality. Mach mal High Quality. High Quality aber. Ja, ist richtig geil. Das, und dann mache ich da einen geilen Beat runter. So. Oder kannst du zu deinem Lied spielen? Nee, ne? Ist cringe, oder? Ist cringe. Der ist auch nicht, das ist so ein Chill. Ja, ist nicht braucht so keine Drums, ne? Auch was Wildes. Ja? Ja, du brauchst echt was Wildes. Können wir du kannst es mit der Technik, ist nicht so leicht, ne? Oder du machst einfach mal einen Song. Ja, mach einfach du kannst auch reinsprechen, ne? Aber ist egal. Nee, schreib lieber. Ja, klar. Nein. Oh. Was? Was? Jetzt habe ich Chuck eingegeben. Ja! Was machst du? Ey, Hauptsache Musik. Ist egal. Hauptsache Musik, Alter. Ja. Ja, dann mach du das. Komm, ja, richtig gebrochen. Ich blamier mich hier. Der Mann ist schon richtig gebrochen. Zeug Spezial hat nicht abgeliefert hier, ey. Ja. Nee, aber Jörg, ich hab schon wieder abgefurzt. Sei ehrlich. Ey, Ronny braucht gleich noch was. Ey, Ronny, hast du abgefurzt? Es riecht schon wieder. So. Ey, wenn du gleich, so wenn du gleich Schlagzeug gespielt hast, ne? Mhm. Danach, nee, pack drauf. Danach spielst du dir noch Dudelsack, Alter. Das ist ja ultra cool. Ja. Musst du spielen. Schön Sack hauen. Ja. Kling, kling. No Future 2077 GTX 100. Macht R-O-N-N-Y an. Oh, auch gut. Der Diss-Track gegen Ronny. Der Diss-Track. Den können wir auch noch anmachen. Ey, oder wir packen Ronny noch in so eine Metallica-Jacke und dann rockst du ja! Weg. Ja, pack die. Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Hier in der Nähe eine Toilette, ganz nah. Ganz kurz, ja. Weil vielleicht ist es gut, wenn ich da jetzt hingehe. Aber nicht vorm Trommeln. Wir brauchen die Ekstase, Ronny. Wir brauchen. Es muss. Ich brauche die Spannung. Ja, exakt. Ich brauche die Spannung zwischen. Es ist gleich vorbei. Und ich bin noch gerettet. Ja, genau. Ich richtig in die, du weißt, hier gibt es Erlösung. Du weißt es. Du musst aber noch ganz kurz trommeln. Es hilft nichts. Geil. So. Ich nehme die Jacke. Wie lange spielst du schon Schlagzeug? Hey, 15 Jahre, 17 Jahre, keine Ahnung. Voll lang. Geil. Voll lang. Nimm die Jacke. Genau. Ja, genau. Ja. Nix. Gar nichts. Ich mache alles kaputt. Ja. Hier. Nix. Die ist geil. Ist eine richtig geile, so eine richtig geile Messerstecherjacke für Ronny, ey. Das ist so richtig, damit bist du in Hamburg richtig real, weißt du? Da war mit der Cammy, das ist dein neuer Style, Ronny. Das ist schon cool, oder? Aus. Ey, guck mal, Leute. Ich glaube, das ist auch seine Geliebte, sich immer gewünscht hat. Ja. Okay, das ist maximal geil, schreibt der Chat. Ja. Moin, moin, willst du ein bisschen Track kaufen? Ja, normal. Normal, Digga. Geh mal rüber, so Diss-Track. So, ja, ich hab. Was macht der denn da? So. Der überfällt uns! Alter, ein Raid oder was? Ja. Yeah. Okay. Volane, ey, Grüße, Grüße. Der Ton kann ich gleich anmachen. Jetzt müssen wir erstmal Drums haben. Der Ton kommt gleich. Jetzt hast du einen Hintergrund, ja? Ronny, komm hier rum. Hier, über das Kabel aufpassen.
Kabel aufpassen. Wir machen die Tür zu, damit es schön, schön warm, aber dann ist auch. Oh, NNY. So. Hast du schon mal Schlagzeug gespielt, Ronny? Ja, hast du. Genau. Hi-Hat, Beat geben, ne? Beat auf dem Hi-Hat. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Das ist Hi-Hat, das hier. Rechte Hand hier drauf. Ch-ch-ch. Ja, genau. So. Jetzt machst du Bassdrum, immer wechselst. Mach mal langsam. Und jetzt machst du, pass auf, Bassdrum. Bam, bam, exakt. Bam, bam, bam. Ja, Mann, das ist Ronny Berger-Style. Ja. Ja, Mann. Und jetzt dazwischen, auf den, dazwischen die Snare. Dumm. Ja, Drums. Wow. Geil. Ja, ja. Ronny, was geht ab? Yeah! Ehre! Geil! Das ist Ronny! Ist ja nur geil! Das ist ja nur geil! Das Solo jetzt, komm! Ja. Ich fange mal an. Geil! Ja, das hast du schon mal gemacht! Hat er auch schon mal gemacht, ey! Alter, das hast du schon. Ey, komm her mal, das hast du schon mal gemacht, Alter! Oha! Das ist ja nur Killer! Richtig Bree-Style. Richtig Bree-Style. Alter, richtig. Ich war so, als ich in der Schule war, ich war in der Schulband. Und dann habe ich Schlagzeug gespielt. Für 2 Wochen, bis ich von diesem einen blöden Arschloch Alex abgelöst wurde, der besser war. Und dann musste ich die ganze Zeit so stehen und das machen. Wirklich? Ja. Wie hieß der? Alex. Wir hassen Alex. Ja, Alex. Fick dich nachträglich, Alter. Ohne Scheiß. Wenn du das hörst, sieh mal, was aus ihm geworden ist. Guck mal. Hättest du mich damals spielen lassen, dann wärst du jetzt an dieser Stelle. Siehst du seine 600-Euro-Jacke? Er ist rich, Mann. Ja, ohne Witz, ey. Und hat eine coole Mütze auf. Das ist der neue Ronny. Ich bin der Captain von Le Bow. Doch, ja. Der hat was mit zu tun. Da ist er wieder. Ist einfach nur geil. Ja, mega. Jetzt hast du Schlagzeug gespielt, ey. Hat jemand von euch ein Handy fürs Foto? Ich brauche ein Foto mit Ronny hier am Drumset. Ja. Ich kann aber nicht meinen Stream beenden. Wir brauchen noch ein... Oh, yes. Wir brauchen 5 Handys. Warte, die Linse? Warte. Ja, ich hab 3 immer dabei. Warte, ich muss meine Jacke ausziehen. Und wir haben jeweils 2 dabei. Das heißt, wir sind immer... Krebsabis, ne? Du musst die Jacke ausziehen. So, komm her, Mann. Ihr habt da einen coolen Hintergrund, ne? Glaube ich. Mal noch ein paar mehr? Ja. Kaderga! Boah! Ich hab genug. Gefährlich. Hammer, mega geil. Wir hassen Alex. Scheiß auf einfach Alex. Nur, Alex hassen, scheiß auf Alex. Ja, das ist mein Studio, ey. Das ist so ein geiler. Wer will noch spielen? Wollt ihr auch mal spielen? Hier Foxy im Raum mal spielen. Foxy. Ja, Foxy, ran jetzt, komm. Du musst nur auf dieses Kabel aufpassen. Also, ey, das machst du schon gut. Ja, der macht das richtig. Ey, ohne Witz. Alter, ich bin beeindruckt. Das klingt geil. Nur krass. Okay, jetzt Foxy. Ey, nur krass. Pass aufs Kabel auf, sonst ist alles geil. Ich bin ja sonst hier alleine, weißt du? Ja, bin ja hier sonst alleine. Aber ist doch geil. Okay, noch, hier noch Frontlicht. Noch Foxy kriegt noch Frontlicht. Hau einfach drauf. Ich glaube, das ist die Regel. Oha, mit Frontlicht. Ja, ein bisschen heller. Ja. Yeah. Aber die sind geiler, oder? Okay. Ja, die sind mega geil. Aber damit kann ich hier drauf hauen? Das geht ja ab, ey. Spontaner Stream, Leute. Einfach spontaner Stream. Spontaner Stream ist einfach geil. Ja.
Okay, das reicht. Ja. Okay, okay. Kannst du was Krasses spielen? Ja, klar kann ich was Krasses spielen. Ja, krass, ja, krass, ja, hier halt. Ja, mach mal, mach mal. Jacka, ich brauch das. Ich brauch das für mein Fame. Okay. Ja. Kannst du was Krasses spielen? Seid ihr lautstärkeresistent? Ja, ja, ja. Nach so einem griechischen Frühstück. Ja, ja, ja. Da braucht man das. Ey, jetzt machen wir die Tür wieder auf, okay? Ja, ja, gerne, sehr gerne. Luft, Alter. Die griechische Luft? Ja, wirklich. Griechische Luft. Wo ist der griechische Wein? Und der Druck ist wieder weg. Ja. Also wieder alles in den Körper reingezogen. Ja. Jetzt muss Ronny nicht mehr auf Klo. Du musst auf jeden Fall irgendwann eine Metallica Signature Jacke haben. Ja. Aber sorry, die muss ich leider behalten. Ich kann dir nicht alles schenken, Ronny. Ich kann dir nicht alles schenken. Hast du noch Instrumente? Ja, einen Dudelsack. Ein Dudelsack, was? Ach ja, der Dudelsack. Aber den muss ich hier umbauen. Du spielst auf jeden Fall Dudelsack. Safe. Und ich habe irgendwo noch so ein. Irgendwas Dummes noch. Aber Dudelsack ist schon geil. Pass auf, ich kann es nicht spielen, sag ich da ganz ehrlich. Aber der sieht geil aus. Der sieht echt geil aus. Ich kann es nur nicht spielen. Brauchen wir noch was? Das Ding können wir abmachen, aber dann ist es leichter. Ist das nicht die Note? Das ist die Flöte, da spielst du drauf, ne? Aber es ist halt sauschwer. Willst du probieren? Ja. Okay. Also ich glaube ungefähr, wie die Technik. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie die Technik vom Dudelsack ist. Ja, dann, also du legst dir diese Dinger hier auf die Schulter. Ja? Das Ding fällt runter. So, und das Ding machst du in den Mund. Und nur ich war da dran. Kannst du also, brauchst keine Bedenken haben. Okay. Ich halte den Stream. Keine Angst vor Herpes. Keine Angst vor Herpes? Oh, hätte ich gern. Genau. Da, du beißt da drauf, ne, mit den Zehen auf dieses Ding. So? Das hältst du fest mit den Zehen. Okay, Ronny. Ja, genau. Und dann? Jetzt einfach erstmal Luft rein. Ordentlich Luft rein. Luft. Immer nachlegen. Nachlegen, Ronny. Das ist nichts. Da brauchst du viel Luft. Und jetzt baller dagegen mit dem Arm. Mehr Luft. Mehr Luft. Mehr Luft! Mehr Luft! Das ist kein Scheiß! Mehr Luft! Mehr Luft! Mehr Luft, Ronny! Mann, Ronny, mehr jetzt! Ja, das tut. Luft! Ja. Er macht's nicht schlecht. Der macht's wirklich gut. Er macht's nicht schlecht. Aber wie viel Luft haben denn diese Leute, die das wirklich können? Ja, die haben richtig viel Luft. Und Technik. Ja. Wie viel Luft passt denn in diesen Leuten rein? Ja, ja, das ist ein bisschen schwindelig. Ja. Das ist nicht so leicht, ne? Ey, probier du mal. Nein. Ey, probier du mal. Du hast noch kein Schlagzeug gespielt. Ja, ist richtig. Ja. Voll spezial, doch gar nichts ausprobiert. Du musst das hier drauf, oder was? Ja, das musst du, da musst du drauf beißen. Blast mal ein bisschen. Aber weißt du, halt mal, ich mach's dir ein bisschen leichter. Ja. Ja, warte mal. Ich mach den mal ab. Sekunde, kommt noch ein Proppen drauf. Das könnt ihr eh nicht benutzen, das ist viel zu schwer. Okay. Wo ist der? Ich hab an mich geglaubt. Ja, du warst ja auch geil. Aber das ist halt was schwer. Hier, da ist der Korken. Kommt Korken drauf. So, jetzt machst du schön Luft rein. Dann einfach Ton machen. So. Okay, einfach hier reinpusten. Ja, und das unter den Arm. Das unter den Arm da oben hin. Jetzt mach mal Luft rein. Und einfach so Luft, so viel wie du kannst. Genau. Jetzt Arm dagegen drücken. Den Arm da so gegen. Mehr? Aber richtig gegen? Du musst so gegen den Sack drücken mit dem Arm. Ja, ja. Ja. Weiter. Ja! Kapitän Ronny ist am Start. Aber das ist. Wie hat's denn? Das ist ja richtig fest. Ah, da kommt noch einer. Mehr Druck. Oh ja, jetzt kommt der zweite Ton, Ja. Er hat's. Oh, sorry, einfach geil. Oh, Junge. So viel Luft. Stark. So viel Luft, ey. Ja. Krass. Mehr Geschenke habe ich nicht für euch. Krass. Ey, das ist mehr als genug. Das war schon krass. Das ist eine wunderschöne Tür. Ist das so schalldicht? Die da, ne? Ja, die ist wunderschön. Ja, wenn du zumachst, die Tür. Kannst du mal. Wir gehen immer raus und ihr schreit so ganz laut. Ja, aber okay. Du hast schon was, ne? Aber. Darf ich schreien? Ja, ihr beide. Ja. Okay.
Warte, wir tun aber nur so, als würden wir schreien. Okay. Ah, nein. Okay, sollen wir richtig laut schreien? War krass, oder? Ja. Hat gar nichts gehört. Ja, weiß ich, ist mega. Das ist halt arschteuer auf so einer Kabine, ne? Ja. Klar, ja. Weil die einfach keinen Schall rauslässt. Ja, das ist schon heftig. Nee, das fühlt sich geiler, ne? Das fühlt sich richtig geil. Ey, bringt schon vier, sonst wird das ja auch nicht gehen mit Christoph. Der muss ja auch seinen Scheiß machen und so. Und halt ja, okay, ich zieh meine Jacke wieder an. Ist das Tony Hawk? Das ist Tony Hawk, ja. Tony Hawk und Hawk und Steve O. Yes. Boah. Ja, Und du hast ein signiertes Bild. Ja, Mann. Das war richtig glücklich. Und ich habe hier so ein 1 von 100 Metallica Skateboards. Das ist richtig geil. Wirklich. Du merkst schon, Metallica habe ich ein bisschen Shit. Aber ist einfach geil. Ist einfach das geil. Ist ja wirklich die Skateboards sind eh alle geil. Und alle so unique Sachen. Ist geil. Ja, coole YouTube-Videos, die da in der Gruppe laufen. Ey, die gucke ich gerne. Oft bin ich hier alleine ohne Stream und habe diese Videos an, weil die einfach, die sind so absurd, weißt du? Die machen so viel Bullshit, und ich immer, hey, wie geht das, ey? Das sind Zauberer. Ey, physikalische Gesetze gelten für die nicht. Und ich bin einfach wirklich hin und weg. Ich denke einfach so, mein Freaks. Ist einfach geil. Ja, mega. Ja. Okay. Ich zieh mir auch die Jacke an wieder. Alles wow, aus. Aber wird dann auch warm in so einer Scheibe. Ja. Wir sind jetzt hier vier Heizungen, ne? Ja. Vier Heizungen, alle haben performt am Drumset. Außer Zeus Spezial, die hat aber performt am Sack. Am Sack, ja, Mann. Ja. Den habe ich festgedrückt. Zeus Spezial war ordentlich am Sack dabei. Blasen kann er. Ja, kann er wirklich, ey. Alle wissen das. Alle sagen jeder, der ihn mal getroffen hat. Ja. Wo ist meine Jacke, Leute? Ich muss. Tut mir leid, es ist einfach wirklich eng. Aber yeah, ihr seid herzlich eingeladen. Wenn ihr in Hamburg seid, können wir auch hier was machen, ne? Easy. Yeah. Die sagen also, Bescheid wieder. Ey, unbedingt, ey. Immer Bescheid geben. Wir sind einfach eine geile Crew. Wir sind jetzt super Friends. Ja, das war cool. Weil wir einfach real abhängen. So, in echt, in physisch. So, jetzt gehen wir noch kurz zu Christoph. Wo ist mein Telefon? Hast du es noch? Geil. Ich stream. Ja, geil. Okay, ich drück auf den Knopf. Ihr geht mal raus, weil dann mach ich das Licht aus. Mein Handy und meine Tasche. Hast du alles? Nee, Tasche hast du nicht. Jetzt hast du sie. Jetzt habe ich alles. Geil. Licht aus. Okay. Vorsicht, sehr teure Kamera. Bin ich dumm oder was? Auf sehr teure Kamera. Vielleicht so dumm bin. Hä, das sieht cool aus. Das ist kein Style, ne? Diese Kareten hinten. Ja. Von wem ist das? Das ist auch die Marke hier. Das finde ich ganz schön. Das hier. Ja, das ist geil. Von Varian auch so? So, wo ist Christoph? Ach, Varian ist auch in Hamburg. Wo ist Christoph denn? Also jetzt? Zumindest im Norden ist der. Wo ist der Typ denn? Das haben sie hingestellt. Ach, wo hast du das hingestellt? Neben deine Kamera. Ehrlich? Mhm. Haben wir nicht gesehen. Ja. Bist ein bisschen kaputt vom Hals, oder? Bisschen. Ja. Weil ihr gerade so umgeschrien habt. Er musste kurz trommeln, ja. Tut mir leid. Wollt ihr das Büro noch sehen, oder was? Ja, rein da jetzt, ey. Rein, geht ihr, ich kenne das. Ich hol den Wasser für uns. Hey, das sieht ja richtig stark aus. Geil. Ja, immer besser Ausblick, normalerweise. Sehr besser Ausblick, ja. Ja. Schon viele Sonnenuntergänge gesehen. Oh, das ist cool, ja. Mhm. Ich fühle, ja. Das ist geil. Heute Abend, das ist so. Geile Boards. Ja. Das sind so alle, welche die gemacht haben. Ja, eins mit Kogi hier, Lord Meißenstein ganz rechts. Oh, das ist eine cool. Kollaboration. Cool, ach, das sind eure. Ja, das ist ja mega geil. Das ist natürlich der portugiesische Straßenhund. Ah, oh, ja. Deswegen. Ja, Wasser, ne, Leute? Oh, ja, ey, vielen Dank. Ja, ich habe mir dann gedacht, ich bin so im Modus, ey, heute ist schon so viel passiert, wir sind gerade mal hier 2 Stunden unterwegs. Ja. Und es ist so, ja, das haben wir auch schon wieder vergessen gehabt. Ja. Ne? Die Ekstase hat alles wieder reingedrückt in den Körper. Ja, easy, ey. Haben wir natürlich, Klo haben wir. Ah, ja, geil, ja. Alles ist Christoph kennt ganz Hamburg, die ganze Hip-Hop-Szene von Hamburg kennt. Ach so. Christoph, hau mal die Bekannten raus, ey. Du hast ja alle hier. Materia, Redman, Jesus, Bones, hier, Varian. Die beiden alle deutschen da. Rapper. Nico Baxman kennt man auch. Bones, Zeus, ja. Alles. Ja. Kannst du auch mit deiner Wasser nehmen? Ja, danke schön. Oh, danke dir. Liebe den Chef. Die haben alle Bock auf Altsachen. Cool. Ronny, hier Wasser mit einer Schaste, oder? Oh ja, 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 klar. Vielen Dank. Ja, macht's euch gemütlich. Setz mich hier mit eurer Couch auf. Die wollen dich nicht belästigen. Nee, okay. Nee. Tut ihr doch nicht. Nee. Wir wollen dich gar nicht bei der. Ich weiß auch nicht mehr, was ich weiß, was du sagen willst. Ich wollte so einen geilen Deck machen.
weiß, wie ich geckig machen wollte. Aber wie viele Leute hast du gerade im Stream? Weißt du das? Ich weiß nicht, ich kann's. Das Flex, das okay. Schock, das schockt den Mann. Das Schock, komm, wir machen Flex. 1600. Was ist los hier? Okay, ja. Plus noch 300 da. 330 da. Wie darf man, ihr seid nämlich auch cool. Ja, ey, alle. Also quasi 2000. Ja. Wahnsinn. Weil wir rechnen hoch dann. Das macht ihr um die Uhrzeit alle im Stream, Alter. Nichts zu tun, oder was? Ein Homeoffice guckt keiner, was auf dem Zeitbildschirm ist. Das stimmt. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Noch mal klicken. Alle 5 Minuten einmal klicken. Direkt alle gedowngraded. Nee, die waren schon, also wir haben uns zufällig getroffen und dann, ich musste zum Wertstoffhof. Ja. Und ich hab die einfach mal mitgenommen. Geil. Die wissen jetzt, wie es abgeht auf dem Matchup-Buch. Nice. Wir haben uns völlig zufällig hier in Hamburg getroffen, so ganz ohne Absprache, einfach bam, wir waren auf einmal am gleichen Ort. Das war mega. Ja. Und dann, das war mega krass. Gibt's doch nicht, sowas passiert nur mich. Ja, dann ziehen wir jetzt, genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, komm mit einfach. Gerne, Alster war. Die haben halt ihr Frühstück in Alster. Schön, dass ihr seid, wo kommt ihr denn her? Düsseldorf. Oh, ich hab gar keine Düsseldorf. Düsseldorf. Ja. Und ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Ja. In Baden-Württemberg, ist ein bisschen weiter. Toll. Ja, ist ja auch schön. Bist du ein echter Hamburger Junge? Gütiger Hamburger. Ja. Boah. Ja, einer der wenigen, ne? Gibt's eigentlich nicht, tatsächlich. Habe ich auch gelesen. 56% sind zugezogen. Ja. Du bist in der Minderheit. Krass. Ja, ich bin auch sehr stolz drauf. Ja, wer darf man sein? Ur-Hamburger. Ne? Ganz klar, ganz klar. Wirklich. Ja. Geil. Und der arbeitet natürlich regulär. Ja. So. Der macht nicht so einen Dulli-Scheiß. Aber ja, ey, ich finde das total geil, was ihr macht. So, bei Kogi sehe ich das ja ständig, ne? Ja. Arbeiten auch viel mit anderen zusammen. Ja, ja, so, ne, deswegen, also, ja. Das ist schon geil, ey. Macht schon richtig Spaß. Ey, Christoph, danke fürs Wasser. Danke dir. Und ich lasse Ronny noch einmal zum Klo. Kann ich auch? Ja, klar. Genau. Weil sonst platzt der gute Mann. Das wollen wir nicht hier aus. Ne? Ja. Ja, ich mach da auf. Ey, ich sag dir auch noch Tschüss. Ja. Ja. Dann sagen wir dann dir jetzt schon Tschüss? Nein, ist ja. Dann sagen wir dir auch gleich Tschüss. Dann sagen wir auch gleich Tschüss. Mach das Klo eben auch. Das Gäste-Klo. Das Gäste-Klo, ja. So, in den Chat. Und danke für den Sub. Div Elias, ich gehe kacken. Ne? Stark. Okay, dann schreiben wir. Gleich. Oder jetzt? Ja, wir können ja jetzt schon mal, er macht gleich. Ja, ja. Nur, okay. Dann musst du vielleicht Gold? In den Stream gehen. Ja, alles Gold passt ja am allerbesten. Ja, ja, Gold sieht am schönsten aus. Okay, warte mal. Ich habe ja auch noch ein Handy. Ich würde euch gerne helfen, aber ich muss die Tonne halten. Hier ist so wieder Platz aus. Also. Alter, direkt verewigt, ey, Hammer. Ja, voll cool. Oder? Ey, krass, kann ich dir das kurz geben? Ja, weil wir so nehmen. Ja. Was passiert hier heute alles, ey? Das ist zu. Direkt unter Booty, ey. Ja, ne? Ja. Ist aber auch eine geile Tonne. Voll. Hast Danke. Du Ronny schon? Nee. Ronny ist gleich. Kacken. Ah ja, das dauert, ne? Mhm. Stimmt, hat er eben erzählt, der hat so Verdauungsprobleme. Echt? Ja, vom Gefühl muss er mehr, als was da passiert. Nein, deshalb auch kein Kaffee wahrscheinlich. Ja, wobei wäre eigentlich vielleicht nicht schlecht. Ja. Das ist die Therapie für ihn. Ja, ja. Schön Kaffee. Was macht ihr denn jetzt noch Schönes? Na, ich muss jetzt arbeiten tatsächlich. Also ich schmeiß irgendwo raus. Ich wollte einfach nur mein Autoshit regeln. Und jetzt sind aus dem halbe Stunde, ich mache mein Auto sauber. Ja. Bin 2 Stunden Stream geworden, aber ist ja easy. Und das Auto ist nicht sauber. Der Müll ist draus. Ja, der Müll ist draus. Das ist schon mal geil. Ich hab das bekommen. Moment, ist voll, ne? Man möchte ja glauben, alle sind irgendwie in den Ferien, aber ja. Voll. Ey, ist ja. Bis Weihnachten alle hart am Arbeiten. Ja, ja, das normal. Ist Hamburg, ey. Klar. Hamburg ist crazy. Und dann, weiß nicht, ich verarbeite und wie, scheiße, ihr wollt zum Treppenviertel? Ja. Ich schmeiß euch irgendwo raus. Irgendwo. Ja, keine Wir finden schon. Wir ihr wollen... kommt klar, oder? Ja, ja. Fahrt ihr auch Taxi und so? Nee, ne? Ihr seid immer Öffis, oder? Ja, Öffis. Ja. Ich schmeiß euch ein paar Tage, oder? Bis Freitag. Nee, bis Freitag. Nice. Klar, ey, man ist ja auch Weihnachten. Ja, das ist ja. Ja. Ich schmeiß euch in Barmbek an der U-Bahn raus. Damit okay. Kommt ihr gut klar. Das ist wirklich Rom. Also ihr kommt von dort aus überall hin. Ja. Okay, Rom. Ja, geil. Merkt euch da. Alle Siege für nach Barmbek, in die Barmbronx. In Barmbronx. Das ist so eine Kreis-U-Bahn, da könnt ihr überall aussteigen. Okay. Geil, weil wenn ich jetzt noch eine Stunde durch Hamburg fahre, dann schaffe ich meine Arbeit nicht mehr. Ja, ja, ja. Stress, kein gut. Stress. Ja, ihr seid ja, die Mütze ist auch so geil, ey. Ja, oder? Ohne Zeus Aldi-Mütze. Ja, ey. Richtig zornig, Alter. Ey, Christoph, ja. Hast du noch irgendwo, hast du noch Restbestände für die drei, ey? Klar, ey. Ich glaube, die brauchen was. Ich glaube, die brauchen was, Christoph. Sind gerade ganz neu gekommen. Kann man die zeigen? Ja, cool. Ja, das sieht so schön aus. Das allererste Item, nach 10 Jahren alt, das allererste Item. Ja. Richtig geil, Flanell. Jeder braucht so was Stiche, das so holzfällermäßig in die Richtung ist. Boah, das fühlt sich voll schön an. Ringbahn für Arme. Das ist halt ein bisschen mit so einem Hamburg-Backprint. Ja. Das ist der Fernsehturm. Ich weiß nicht, ob ich auch kein Telemichel. Den haben wir eben gesehen. Haben wir ihn eben gesehen, oder? Aber der war so bis hier vernebelt. Also, das hat man nicht oben gesehen. Ja, sehr nebelig. Oh, heute, ne?
Ja, so ein bisschen Graphic-T-Shirt, hier ein bisschen Amy-Rip-Off. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber es ist halt das ein Herzchen, ne? Mhm. Kennt man. Hier ganz neu die Wolke, so zum Liebhaben. Ne? Die sieht cool aus. Die ist echt auch geil aus. Die Wolke. Und das ist auch ein Motiv, was ich schon länger habe, aber jetzt mal in Bronze, das sieht auch ganz nice aus, ey. Mhm. Ne? Alles ganz neu gekommen. Hey, cool, gefällt mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich trage bei dem Hemd L, aber du bist XXL, größer als ich. Ja? Ich frage auch, was du hast. Hä, bist du das? Alter, das ist so krass. Das ist aber jetzt einfach nur krass, ey. Ohne Scheiß. Wenn Ronny jetzt gleich wieder kommt, der kriegt nichts. Ja, Ronny braucht ein bisschen mehr. Ja. Also, habt ihr Hosen? Das Ding ist, Ronny und das ich sind so, bisschen, wir tragen immer nur die Sachen, die uns geschenkt werden. Kein ja, ja, kein Scheiß. Ey, danke, ohne Scheiß. Hier, komm mal her. Wirklich, ey. Nee, Ronny. Ja, Jogginghose für Ronny oder was? Ich hab gehört, du brauchst eine neue Hose. Ja. Ich weiß nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Du musst sie anscheinend noch unterschreiben. Hä, hey, wie? Willst du unterschreiben oder was? Gästebuch. Erstmal muss das Gästebuch unterschreiben. Ja, Christoph ist krass. Christoph ist krass, ey. Das ist halt die Seite, die an der Wand ist, ne? Glaube ich. Aber deswegen ist da nichts. Was Tolles, ja. Christoph. Ja, egal. Ja, doch. Was Tolles. Wir haben schon eine Flasche Gin gekriegt von mir. Ronny B. Aber Oberteile sind auch nice. Egal, was du. Mir egal. Guck an der Stange, was dir gefällt. Guck an der Stange, hat er gesagt. Was gefällt dir? Das finde ich ultra geil. Ja, geil. Und hier Space Planet Jogginghose, magst du sowas? Auch cool. Ja? Ja. Komm, take it. Also ich trage auch, ey, jetzt bin ich ein bisschen größer als du. Ich bin eher so der. Heute Abend will ich aber Ihnen den kleinen. Ja. Er muss richtig angekommen sein in Hamburg. Ich will jetzt hier aber auch nicht ausnehmen. Ja, das ist auch schon. Ja. Du hast ja gar nichts, ich hab das angeleiert, du hast gar nichts gesagt. Und er Kogi, so krass, ey. Er ist der krasseste. Ihr müsst euch bei Christoph bedanken. Ja, danke, und danke, Christoph. Wenn ihr das auch so fühlt, dann geht ihr mal auf die Seite von ihm, unterstützt mal Hamburger. Genau, unterstützt Hamburg, Leute. Wie heißt denn die Webseite? Eid-evo.de. Also A-I. G-H-T. Genau. Ja. Minus E-V-O.de, ne? Ja. A-I-G. Also hier. Eid. Hier steht's auch. Ja, hier steht die Seite. Ja. Ohne Witz, Leute. Damit macht ihr dem Mann eine Freude. Komm. Gute Leute. Drauf. Genau. Die Mods nochmal reinspammen vielleicht. Guck. Ja. Ja. Riesa freut er sich schon. Ja. Da geht ja schon so. Geil. Was? Ja, Mutter ist. Ich trage so. Das ist. Oversized. Aber Oversized ist ja cool. Ja. Das, auf jeden Fall. Hier habe ich. Also das soll. Das sieht auch stylisch sein, aus. Ja. Vor allem mit den Schuhen. Vor allem schön heute Morgen die Palette abgeladen. Direkt. Ja, ist real. Das kommt gefährlich. Ja. Ey. Nice. Bro, danke. Gerne, gerne. Schön, dass du da bist. Also, aber dich. Ja. Ich nehme das hier, wenn das okay ist. Das ist mit den Wolken ganz geil. Ja, dann, ja, wirklich? Ja, wirklich? Das schenke, das wäre okay, wenn ich dir das schenken würde. Wirklich? Oh, die Wolken. Ey, was könnte das machen? Ey, so geil. Danke dir auch, dass du XS tragen wir jetzt in der Regel. Fällt ja normal aus, ja? Das ist eh Oversize, oder? Ja, das ist jetzt normaler Schnitt. Okay, dann S. Ich schmeiß jetzt aber gleich. Vielen lieben Dank. Danke. Die ist nice, ey. Ja, wirklich. Egal. Oh, das ist so lieb. Gar kein Problem, wir gehen in den Wasserbus. Das ist wie Weihnachten vor Weihnachten. Oh. Ey. Das ist. Viel Spaß damit. Checkt zum Leute, trag die Scheiße einfach. Wir tragen die. Ja, damit macht ihr den glücklich. Wirklich. Mehr wollt ihr noch. Gleich beim Treppenviertel. Schön so flexen damit. Ja, direkt. Oh. Ey, schön, dass ihr da seid. Alter. Danke. Das ist einfach mal anders auch, ne? Ja, ja. Mit Menschen. Mit Menschen hockt er hier mal alleine so in der Ecke. Mit den ganzen Klamotten. Genau. Ja, Isabel ist natürlich da. Genau, super auch noch da, ne? Ja, Alter, komm her. Ey. Genau, habt eine schöne Zeit in Hamburg. Ja. Vielen Dank dir, vielen Dank. Lass mich doch anquatschen. Habt ihr alles? Ich hab dieses Telefon von euch. Ich hab dein Handy. Du hast mein Handy. Okay. Wenn was ist, könnt ihr euch mal melden. Hey, danke schön. Ja, geil. Euch soll's gut gehen. So, ich hau ab. Tschüss. Danke auch. Nur geil einfach. Tschüss. Ja, Hammer. So, jetzt komm. Jetzt komm. Toilettentür muss zu. Ihr seid so geil, ey. Alle happy. Alle happy. Ja, der Hamburg-Trip war schon einer der geileren, oder? Ja, 100%. Ja, muss man schon sagen. Ja. Muss man, ich weiß nicht, warum es unscharf ist. Es ist wieder unscharf geworden. Ja. Ist das nicht geil? Das glaubt ihr morgen wieder kein Schweinkrug, man. Ist egal. So muss das Leben aber sein. Immer nett sein zu Leuten. Ich sag's immer wieder, seid immer nett. Es öffnet so viele Türen einfach. Ja, wirklich.
Ja, es ist komischerweise funktioniert das auch im Internet. Weißt du? Das ist krass, ja. Wenn man da auch keine Arschloch ist, ist es auch gut. Das kann ich euch noch. Nehmt euch das als Beispiel. Ja, ja, wirklich. Sei kein Arschloch. Sei, ja, sei einfach kein Arschloch. Ja, das ist wirklich wahr. Nee, ich muss euch leider gleich rausschmeißen. Ja? Also das ist das Einzige, was mir gerade so ein bisschen negativ aufstößt, weil ich euch gerne eigentlich weggebracht hätte, aber ich schaff's zeitlich nicht. Ist okay. Ja? Was hast du heute noch vor? Ich muss aber schneiden. Ich muss noch ein bisschen was abgeben. Zum Wochenbeginn. Ja, genau. Arbeit, Mann. Aber echte Arbeit. Echte Arbeit. Oh, 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 oh. Okay. Ja, ich kann mir die halt Zeit, die Zeit kann ich mir einteilen, aber... aber irgendwann muss es gemacht werden. Irgendwann muss die Scheiße gemacht werden, genau. Die Deadline steht. Ist so, ey. Ihr seid schnell ein bisschen glücklich gerade. Alle ein bisschen glücklich. Ich drück mal die Kamera um. Ey, wir durften Schlagzeug spielen. Wir durften auf den Wertstoffhof. Wir haben Wasser bekommen. Und wir haben diese geilen Klamotten geschenkt bekommen. Ey, du hast eine Hose. Alle freuen sich darüber. Ja, eine Hose. Also ziehen wir alle zusammen an. Ja, bitte, das will ich auch sehen. Nee, ich will von dir auf jeden Fall ein Bild, wie du einfach so abends so richtig chillig herumliegst, weißt du? Ja, eine Jogginghose, in neuem Pulli, die du einfach richtig abflext. Hamburg-Style. Die Hose ist jetzt. Die Hose ist gut, Ronny, ne? Hallo. Ja. Ich bin ein bisschen noch perplex so von allem. Ich glaube das gar nicht. Ich Hamburg bin so ein bisschen ab noch die Reizung. Ja. Geht das? Ja. Hier, ist auch noch mal. Alles gut? Nee, läuft doch, oder? Läuft. Stream ist aus? Nee. Nee, war kurz wegen dem Fahrstuhl. Ach so, ja. Aber dafür ist ja der Server da, ne? So nehmen wir. Der Server regelt, Alter. Ohne das ist wirklich geil. Ey, das ist auch so ein Ding, so nette Leute einfach. Das war ein Typ, Defi heißt der. Ja. Und er hat uns in Berlin gestreamsniped. Und dann hat er mir später auf Discord geschrieben, ey, ich habe hier gemerkt, du hast da und da irgendwie ein Problem. Ich mach dir das. Einfach nett. Ich mach dir das. Einfach nett. Und du hast Geld sorgen, kein Problem. Und dann habe ich mich mit ihm ein paar Stunden zusammengesetzt und dann hat er mir das einfach fertig gemacht. Ja, so soll es ja auch sein. Warum auch nicht? Echt. Die bringen noch schnell Krogi weg. Ja, ihr bringt mich noch schnell weg, Leute. Easy. Du hast Stress mit Leuten? Ich regel das. Das ist kein Problem, Ronny. Ja, nee. Ach, hier sind wirklich alle nett. Habt ihr gemerkt? Ey, das ist... Ja, mega. Aber ich meine das auch komplett ernst. Ey, wenn man sich helfen kann, warum denn nicht? Ey, also jetzt auch du, wenn ich dich frage nach der Software, wie machst du das mit dem Chat? Das ist doch geiler, wenn man weiß, man hilft sich da. Ja! Was hat man denn davon? Also wenn ich jetzt du wäre und mich würde jemand fragen, was hätte ich denn davon? Dann würde der Typ sich das ja eher anderweitig nochmal klar machen, weißt du? Da kann ich gleich nett sein, so. Ist doch einfach, ich weiß nicht. Leute, müsst einfach ein bisschen nice sein. Ist so. Ist echt so. Also, und es ist wirklich, es lohnt sich immer, nice zu Leuten sein, weil dann sind die Leute auch nice zu einem. So, selbst ja. Zurück. Wir sind zurück nice dann. Du bist Jesus, Alter. Man halt, fühlt sich ein bisschen so. Ich bin dir gut, halt. Ne? Ich bin dir gut. Es kann so einfach sein. Bei 8 wird nachher nochmal reingeschoben. Nice, Alter. Alter, geil. Ja. Sehr stark. Ja, mega. Mit dem Code Ronny10 spart ihr 10%. Code Ronny10! Das wird nach dem Stream geklärt. Ja, das wäre auch so geil, wenn du einfach heute hier alles unter Dach und Fach bringst. Ey. Alle Werbedeals. Du dich nicht auf. Was ist das? Das ist der Sub-Alert. Das auch Funks gehört, ist ein Teil vom Shaka Shaka. Ich habe so verschiedene Sub-Arten, verschiedene Songteile. Ronny, best man. Wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch ein frohes Fest. Joe Clay, vielen, vielen Dank für den Resub. Nur geil. Ich will das alles so haben. Ey, ich schick dir alles, was ich weiß. Alles, was ich weiß, ey. Ich schick dir den Link von Google. Das ist alles, was ich weiß. Das ist wirklich so. Nein, es ist, also die Sache ist halt, es ist so, an jedem PC muss man ein paar andere Einstellungen. Ja, ist schon klar. Kriegen wir, ey, wie lange das bei mir gedauert hat, dass du beim Drumming die Kamera aus dem Chat triggern kannst, weißt du? Aber da war ich beeindruckt. Ich dachte, du bist so ein Technik-Nerd, da hast du das halt, dachte ich, ja, wirklich ist sowas gar kein Problem. Weil er hat einfach, Benny mal, kommt mal nächsten Mittwoch bei Krogmann in seinen Drumming-Stream und dann könnt ihr, wenn ihr so subbt, dann kommt so Nebel. Ja, voll. Nebel und Laser bei Follow. Und Laser bei Follows einfach. Ja, das ist doch geil. Aber wie macht man das? Ey, da gibt's so eine Software dazwischen und so ein USB zu DMX-Kabel. DMX ist ein Standard bei so Lichtern und bei Lasermaschinen. Ja, okay, und genau. Dann sitzt ihr so ein Signal. Genau, und diese Software greift den Alert von Twitch ab. Krass.
und sendet das an dieses USB-Kabel und das ist halt mit der Nebelmaschine bzw. mit den Lasern verbunden. Geil. Und dann klappt das. Ja, geil. Super geil. Ey, es macht voll Bock. Jetzt schon legendärer Stream. Ja, normal. Und der Tag ist jung bei euch. Ja. Ist halt wirklich so. Wir haben jetzt, also gestern haben wir vor eineinhalb Stunden erst angefangen. Jetzt sind wir schon fast zweieinhalb Stunden im Stream. Und wir sind also bis 19 Uhr sind wir noch live. Ah, wirklich? So lange noch? Ja, also geil. Wir wollen ja auch die Zeit nutzen, die paar Tage, die wir hier ja, sind. Ja, logisch. Also wir sind natürlich nicht die ganze Zeit bei mir auf dem Kanal. Wir haben heute bei mir gestartet. Ja. Und dann sind wir... ich weiß nicht, ob wir am Anschluss bei Fox sind oder dir? Ich glaube, bei Fox. Bei Fox, ja stimmt, genau. Heute wollten wir danach bei Foxy sein. Also bei mir jetzt vielleicht noch, keine Ahnung, zwei Stunden oder so, eineinhalb und dann gehen wir zu Foxy rüber. Ja, das finde ich aber auch geil. Ey, das finde ich richtig geil, dass ihr euch so ein bisschen supportet. Also sonst macht es ja auch gar keinen Bock. Ja. Also ich glaube, das ist so wichtig in diesen ganzen Internetwelten, einfach zu sagen, nee, wir sind eine Crew, wir supporten uns und dann läuft das auch geil. Ja, so. Ich meine, du hast dir auch Step by Step das alles aufgebaut. So, ja, also, ja. Ich meine, du hast ja auch nicht den ersten Stream tausende von Leuten gehabt. Nee, so, oder? Das war ganz anders. Ja, was aber auch normal ist. Also das muss ich mal dazu sagen. Und das ist auch wichtig so, dass man muss ja irgendwie, das muss ja irgendwo anfangen. Ne? Ey, voll. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass ich jetzt erst irgendwie mit vielen Leuten aus dieser Internetwelt Kontakt habe und nicht schon mit 14 oder so. Ich glaube, das hätte mich komplett fertig gemacht. Ja. Oder mit Jared und The Band machen, weißt du? Ich glaube, das ist ganz gut, dass man Step by Step dahin kommt. Ja. So. Also kannst natürlich immer, natürlich ist es geil, wenn du früher Erfolg hast und darauf Bock hast. Aber ich glaube, für den Kopf ist es nicht so gesund. So. Kann man immer so und so sehen. Ja, definitiv, denke ich auch. Dass dieses so Schritt für Schritt langsame. Ja. Also ich habe das Gefühl, manche, die sind so, die können da so manche Sachen, die gehen schnell. Ja. Aber ich brauche auch das so langsam so. Einen Schritt nach dem anderen. Ja, eine Sache nach der anderen. Ey, alle meine Streamer-Kollegen, die haben das mit dem Server, die haben das schon seit Jahren. So, die haben das schon lange. So, ich hatte erstmal andere Sachen, die ich jetzt erstmal so für mich regeln musste, dass ich dann sage, okay, jetzt kümmere ich mich darum. So, und dann in einem halben Jahr ist dann der nächste Schritt. Ist ja auch normal. Ich finde das normal. Ich finde auch diese Vorstellung zu sagen, ey, jetzt, oder ich schäme mich dafür, weil ich probiere mich aus und es finden noch nicht alle geil am Anfang. Das ist normal. Macht einfach euer Ding. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass du Bock auf die Sachen hast, die du machst. Das ist das Allerwichtigste. Das sagen dir immer Leute, man denkt immer, das sind leere Sprüche. Aber spätestens, wenn es mal nicht so gut läuft, dann weißt du trotzdem, du machst das, weil du daran Spaß hast. Und dann ist doch geil. Weißt du? Ja. Das ist, mehr kann ich euch nicht sagen. Und auf dem... Peace out, und ja, alles klar, ciao. Ich fahr weiter. Und auf dem Weg dahin, jetzt wird das auch noch so ein Deep Talk am Ende. Ja, normal. Ja. Und ich finde auch, dieser langsame Weg ist auch wichtig, dieser nicht zu schnelle Weg, weil du auf diesem Weg immer wieder kleine Niederlagen erlebst und halt lernst, wie es ist, auch damit umzugehen, wenn es mal nicht so läuft, wie man das sich gewünscht hat. Ja. Und dann, wenn es dann mal noch schlechter läuft später, dann weißt du, wie du da wieder rauskommst. Ja, total. Und ich glaube, das gehört zum Leben dazu. Also macht das einfach. Wie hat sich Ronny am Schlagzeug gemacht? Schreibt Ice King Frost. Ey, ganz ehrlich, überragend. Ey, Ronny, ohne Scheiß, man hatte gemerkt, dass du das irgendwann in deinem Leben schon mal gemacht hast. Mhm. Weil das war, also, krass. Ja, und ich hätte es, ich wär gerne Schlagzeuger geworden. Ich hab viel Musik früher gemacht. Kannst ja noch. Geht noch. Step by Step. Nee, hey, Ronny, ohne Scheiß. Die Leute, also wenn du da wirklich Bock drauf hast, dann bin ich davon überzeugt, kannst du das easy lernen. Du warst doch, also du hast doch schon Beats, du hast das drauf. Du hast es drauf, Mann. Du hast Rhythmusgefühl. Ich habe früher Orgel gespielt, Kirchenorgel. Oh, das ist geil. Kannst du es noch? Ja, es ist halt, ja, ich habe es halt lange nicht mehr gemacht. Das ist so ein Ding, ich glaube, wenn man das sowas ein paar Jahre gemacht hat, dann kommt man da auch schnell wieder rein. Hey, da habe ich schon Respekt vor. Aber das war nicht so geil, weil man ist halt immer so, man kann es nicht so mitnehmen, man kann sich nicht so, also so, spielst du Gitarre, du kannst mit allen Leuten Musik machen, so Orgel ist so, ja komm zu mir in die Kirche, wie Jam ein bisschen. Ey, aber Alter, mach bitte, wenn du deine Musikkarriere weiter fortführst, dann mach bitte ein Video in der Kirche, wo du eine Orgel setzt. Ich will das sehen. Also das ist geil. Oder wenn es nur das Intro ist von deinem Song. Ich will es einfach sehen, wie Ronny Berger einfach in der schönen Dorfkirche sitzt und Orgel spielt, ey. Ohne Witz. Das ist ja geil. Ich meine, das ist wirklich ein schweres Instrument, dementsprechend. Klar, ich verstehe aber, was du meinst. Aber Drums ist zwar cooler vielleicht als Orgel, aber das kannst du ja als Jugendlicher kannst du damit auch nicht viel anfangen. Sag ich dir ganz ehrlich. Das ist voll viel Shit, was du transportieren musst. Ja. So irgendwie Eltern sagten auch, was willst du mit Drums? So, meine Oma hat es dann irgendwie gut gefunden, meine Eltern hätten mir niemals das erlaubt. So. Aber so Drums, da kannst du ja auch einfach mal so zwei von den Trommeln mitnehmen. So. Ja, das stimmt. Oder irgendwie hat der Kollege ein Cajon zu Hause stehen oder sowas. Ja, da geht ja auch schon was mit.
Ja, das stimmt. Ist was anderes als auch. Ja gut, dann kannst du aber auch sagen, ich habe ein kleines Keyboard. Ja. Ja, hast recht. Ist vergleichbar. Ja, okay. Hast mich. Also, hast mich an der Stelle. So eine an der Stelle hast du mich gekriegt. So eine Kitar, weißt du? Ja, ja, die sind so geil. Die brauchst du, ey. Du brauchst viele, merkst du das? Was du brauchst viele Dinge, aber die Sache ist, ich hab noch kein Zuhause mit genug Platz dafür. Das nächste Zuhause, da gibt's zwei extra Räume. Nur für Dinge. Nur zum Orgeln. Da kommt eine Orgel rein, da kommt eine Kita rein, da kommt ein Drumset rein und Nebelmaschine. Ja, Nebel ist immer wichtig. Nebel, oder du gehst gleich einen Schritt weiter und holst dir noch so einen Flammenwerfer. Weißt du, so eine kleine Flamme. Hier, wie dieser eine Junge bei Twitch. Cosmos. Ja, Mann, der ist geil. Ja. Cosmos, besser Mann. Ich liebe, Grüße auch von mir, ich liebe den. Manchmal denke ich, Mann, ich wünschte, wir wären verwandt. Ey, wirklich, manchmal wünsche ich mir das. Ja, das ist einfach geil. Grüße gehen raus, aber auch böser Blick, weil wir wollten schon ein paar Mal mit ihm machen. Er hat Ja gut, der hat wahrscheinlich von uns nicht erlaubt bekommen, zu kommen. Naja, also, nee, nicht mal das, aber so, auch so, der Zeus hat immer ein paar Sachen eingeladen, was man so alles über so Remote gemacht hätte. Ah ja, verstehe. Aber er war einfach nicht da, er ist nicht gekommen. Der muss erst Schule machen jetzt. Ja. Der hat andere ist Sorgen. So. Der ist noch jung. Der hat Abi, Leute. Hat der Abi? Keine Ahnung. Nein, ist 14. Der ist 14. Wollte ich gerade sagen, ey, das wäre auch richtig geil. Der ist aber schon viel älter, nur alle denken, der ist so jung. Das wäre geil, ja. Das wäre richtig witzig. Nee, das hat mich sehr beeindruckt. Der hat auf jeden Fall eine geile Show. Eine geile Twitch-Show. Kommt international gut an. Wirklich. Und ja, das auch. Und dann ich bin dann so als Streamer am meisten beeindruckt von diesen Alerts, die so animiert reinkommen. Der hat so eine 3D-Schrift, die so animiert, wenn jemand folgt. Komm. Okay. Das ist so eine... Also das beeindruckt dich, ja? Dann will ich das auch haben. Ich will, dass du auch mal bei mir beeindruckt bist, Ronny. Wirklich, ich will. Ich klau das jetzt alles von dem. Hallo, nur mich zu beeindrucken. Ja? Du hast eine Nebelmaschine, die kommt, wenn man 100 Bits spendet. Und diese Nebelmaschine steht in einem Bunker, den du dir in einem Kleiderladen reingebaut hast. Ist das nicht geil, oder was? Ja, das ist eine geile Story. Reicht das nicht? Wenn du das so sagst, ist das geil. Kleiderladen gefällt mir. Ohne Kunden. Ja, online, der schickt die immer rum. Ja. Der schickt die Kunden kommen online, die rufen an. Hallo. Ja, ich sehe dich heute. Über WhatsApp anrufen. Ich sehe dich heute noch in den Kleidungsstücken. Übertrieben. Ey, aber dann lass uns doch festmachen, weil wir. Also, wir sind gleich da, 10 Minuten oder so. Dann schmeiß ich euch raus. Aber lass uns doch festmachen, dass wir auf jeden Fall Geocachen machen. Ja, 100%. Ne? Also mit Papfi und so, das wird bestimmt geil. Ich bringe alle mit, wir machen Geocache-Wettkampf. Ja. Okay, wir machen. Turnier. Ja, pass auf. Ja, das ist cool. Geht sowas? Ja, dann machen wir erst so. Der erste Tag ist gemeinsam. Lernen. Du teachst uns. Ja, genau. Ist super easy, aber ein Tag, einfach Fun. Ja. Dann ist Tod und Hass Geocache, der nächste Tag. Ja. Tod und Hass, hört sich gut an. Da versteckt man gegenseitig was. Und ey, das ist geil. Ja, und das ist geil. Capture the Flag. Schnitzeljagd. Geocapture the Flag. Oh, okay, warte, ich bin noch was dran. Ja, ich bin was dran. Warte. Ne, bitte nicht klippen, ich patentiere das noch. Bitte klipp das nicht. Klippt sonst gerne, das jetzt nicht. Genau, das nicht. Ja, das machen wir. Und, ja, weiß nicht, also zwei Tage brauchen wir. Zwei Tage. Ich komm, bring alle mit. Ja, bring alle mit. Wir kommen im Tourbus. Wir kommen im Fiat Multipler. Wirklich ein sehr hässliches Auto, kling, muss ich sagen. Das ist ein sehr hässliches Auto. Unser aller Traumauto. 200 Nebelmaschine an. Hummelbrot, Grüße. Nebelmaschine an. Ja, was sagt ihr zum Auto? Ist gemütlich, oder? Geil. Das Auto ist so geil. Ja. Leopardensitze und es ist so, es ist auch nicht irgendwie eng, so man hat Platz. Nee, ne? Und es passt perfekt. Und der hat so viel Platz, auch noch so einen riesen Kofferraum, obwohl man hier zu sechs sitzen kann. Ja, das Geile ist, du hast diese Schutzwand, ne? Wenn hinten irgendwas scheiße geladen ist, du wirst nicht sterben. Das ist geil. Das ist mir gutes, wichtig. Gutes Gefühl. Das ist mir sehr wichtig, ey. Und das Schöne, seitdem wir deine Knoblauchverpackung weggesteckt haben, seitdem riecht es hier auch gut. Unglaublich, ich hätte nicht gedacht, dass so ein kleines Ding so viel ausmacht. Ja, wenn du es eh nicht riechen kannst. Wenn du es eh nicht riechen kannst. Hummelbrot Cheatix 100. Kann ich mal die Hupe vom Auto hören? Lächelndes Gesicht. Lächelndes Gesicht. Aber das ist ja jetzt ja Ronnys Stream, ne? Das ist ja eigentlich jetzt, da müsst ihr ja eigentlich jetzt rüberkommen, ey. Ja, komm, ich kann jetzt nicht hupen, ey. Die gehen doch Leute. Ja, gleich. Vielleicht gibt's ja. Gleich, wenn ich. Da an der Kreuzung gleich. Genau, da siehst du, der steht da so. Guck mal, wenn ich jetzt hier vor den. Die schrecken sich alles, will ich nicht. Vielleicht kippen die dann um. Die sollen auch Weihnachten erleben. Ich will jetzt nicht wegen so einer Dummheit, dann liegen die im Krankenhaus. Ja, das geht nicht. Kann ich nicht verantworten. Ich danke dir trotzdem für die 100 Bits, ne? Trotzdem, schöner Vorschlag. Trotzdem richtig schön. Trotzdem weiter Bits spenden und Vorschläge geben. Trotzdem mehr davon. Ich
kann nicht einfach hier rumhupen. Das, ey, wirklich. Die kennen mich ja alle hier. Das Auto ist ja ein bunter Hund. Das Auto ist ein bunter Hund in Hamburg. Die denken sich sofort, warum hupt der Typ schon wieder? Was ist mit dem? Der wieder. Der ist wieder unterwegs. Ist der komplett geisteskrank? Möglich. Der ist wieder unterwegs. Pass auf, gleich hupe ich. Da ist gleich eine Stelle zum Hupen. Das hier ist eine gute Hupstelle. Fühl dich jetzt nicht verpflichtet. Ich fühle mich nicht verpflichtet. Das, ich will, hier, pass auf. Die Leute schreiben hier, hup jetzt. Oh. Man hört hier drin ja gar nicht. Ja, weil das alles akustisch optimiert ist hier. Geil. Draußen, Weltuntergang. Draußen, Arschlaut. Ey, Godzilla. Ohne Witz. Als würde Godzilla schreien. Ich bin mal voll süß, du. Ja, ey. Aber so muss es sein. Oha, der Stream auf TikTok ist abgebrochen. Das ist auch so ein Ding. Über diesen Server streame ich neuerdings gleichzeitig auf Twitch und TikTok. Das geht? Das geht jetzt. Das ist seit August auch erlaubt. Und ich danke dir vielmals, vielmals, Defi, für die Info. Ich werde das direkt abchecken jetzt. Ich gehe jetzt in Teamviewer rein, bei mir in den Computer. Ach, geil. Ja, das will ich auch fürs Drumming, hatte ich das überlegt. Hier weißt so habe ich Teamviewer und dann gehe ich so rein. Ja, okay, das kenne ich. Zack. Und dann, ja, das kennst du sowieso. Ja. Und dann gucke ich, was hier schief gelaufen ist einfach. Ronny, ich kenne nur nicht mich mit diesen IRL-Streamer-Sachen aus. Als andere Computer, das Konzept des Computers ist mir bekannt. Also, was ich das schon. Verstoßwarnung! Dein Live wurde aus folgendem Grund markiert. Aha. Gefährliche Aktivitäten und Challenges. Naja, aber das stimmt, das sagen sie immer. Aber das werden sie gleich wieder zurücknehmen. Das wird also nicht durchgehen. Weil du fährst ja nicht. Und ich achte nicht auf den Chat. Also, ich gucke ja nicht in den Chat. So. Ich fahre Auto. Also, ich fahre ganz normal Auto. Ja. Aber das machen sie bei mir auch manchmal tatsächlich. Aber passiert nichts. Aber ich die lassen mich nicht wieder live gehen. Bei TikTok oder was? Die ach so. Die Enkelbanks. Die lassen mich nicht live gehen. Wirklich? Du kannst ab 12 Uhr 19 am 21.12. wieder live gehen. Okay, vielleicht ist TikTok da anders. Morgen. Ah, nee. Hä? Das ist doch heute. Ja, heute ist der 21. 12 Uhr. Ich öffne einfach die App. So, Leute, das ist eure U-Bahn. Aber ja, wir fahren, glaube ich, gar nicht mit der U-Bahn. U-S-Bahn. S-Bahn. Ja, S-Bahn, das kommt gefährlich. Ja, S-Bahn könnt ihr nehmen. Ja, ihr kommt ja wohl klar, hier kommst du überall hin. Ja, gar kein easy Problem. Going. Ihr seid doch erwachsene Menschen, ey. Ist doch gar kein Dingi. So, ich fahre hier, schmeiß ich euch hier raus. Oh, ne? Ja. Nee, da vorne kann ich parken. Komm auf so einen Elektroparkplatz. Das ist doch genau richtig für mich. So. Hier, da muss doch Platz sein. Hier fahre ich kurz drauf. Stark. So. Ja, ich mach das gleich hier. Ich mach das gleich. Vielen Dank, Defi, für die Info. Falls ihr Krugmann sehen wollt, einfach mal Krugmann bei Twitch eingeben. twitch.tv/Krugmann. Vielleicht können wir ein kleines Slash-Shoutout noch zum Ende machen. Hey Leute, Moderatoren. Ich wollte noch mal sagen, ich finde schön, dass ihr Ronny zuguckt und dass ihr Zoll Spezial zuschaut und Foxy, weil diese drei, ich kenne euch ja eigentlich alle nicht so gut. Ich habe heute noch mal festgestellt, ihr seid einfach korrekt. Ihr seid korrekte Leute. Ich mag, es ist einfach, nee, wirklich, ohne Scheiß, es ist einfach geil. Es macht einfach Spaß. Ey, das kann ich nur so zurückgeben. Ja, wirklich, es ist einfach richtig geil. Deswegen wünsche ich euch auch einen super Tag. Schön, dass wir uns kurz getroffen haben. Irgendwie, wie auch immer das geklappt hat, keine Ahnung. Und Leute, das hier, Ronny Berger, Zoll Spezial da hinten, wo ist er denn? Da, komm rein. Moin, moin. Und da hinten ist Foxy und einfach mal folgen, ja? Einfach, hier, da sind auch die Shoutouts. Einfach schön reinfolgen. Sehr cool, sehr cool. Und ich werde natürlich auch gleich die Leute rüber schicken, ist ja auch klar. Ich gebe sie dir zurück. Ja, LeBoat. Ja, hat sie ja noch ich mehr durfte wert. Einen Tag lang Captain von LeBoat sein. Und ja, ich weiß jetzt, wie viel Verantwortung auf dir liegt. Ja. Ist so, oder? Ja, ihr seid geil, ey. Easy, vielen Dank. Ey, danke für den. Geile Zeit, ja, Alter. Danke für alles. Geil, Mann. Komm her, Bruder. Alles gut. Ey, alles Liebe. Ja? Ich schmeiß dich jetzt raus. Ja, easy. Christoph sagt ganz sicher danke. Wir sind dir gut. Ja. Und ein herzliches Schakaschan. Ihr müsst Foxy rauslassen. Ich glaube, das mit der Tür ist wieder ein Problem, oder? Du musst da drauf drücken von oben. Ja, genau. Haben wir alles? Habt ihr alles? Ja, guckt lieber nach. Ich will euch nicht wieder sehen. Haben wir alle Geräte? Ja, oder? Alle Technik. Wenn du zumachst, musst du gleich den Griff zu dir ziehen erst. Da ist so eine Sperre drin gleich in der Tür. Erst zu dir ziehen. Erst nach vorne zu dir. Ah. Ja, genau. Okay. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Ach, Alter. Es ist ja. Tschüss. Was ist das denn bitte? Ey, was ist das denn? Das war ja einfach nur witzig.